Christus. Jetzt in diesem Moment, ich erhebe deinen Namen, denn dir gebührt die Ehre. Du sitzt auf deinem Throne und empfängst unsere Anbetung, Jesus. Empfange diese Anbetung, Jesus Christus. Empfange die Anbetung deines Volkes, Jesus Christus, Papa. Denn wir sind für dich hergekommen, Jesus Christus, Papa. Ja, aber wir sehen niemand anderes außer dich, Papa. Wir sehen niemand anderes außer dich, Jesus Christus. Wir sind hier, um niemand anderes anzubeten, sondern nur dich, Jesus Christus. So möge dein Name erhoben sein. Möge dein Name erhoben sein, Allmächtiger. Denn du bist gut. Lass mich dir sagen, dass du wunderbar bist. Lass mich dir sagen, dass du wunderbar bist, Jesus. Lass mich dir sagen, dass du erhoben bist, Jesus. Lass mich dir sagen, dass du es verdienst, auf deinem Throne zu sitzen, Jesus Christus. Denn du bist der Einzige und der Wahre. Du bist der Weg und du bist die Wahrheit. Du bist das Licht dieser Welt, Jesus Christus. Dein Name erleuchtet uns. Dein Name erlebt uns. Dein Name bringt uns Glück. Dein Name gibt uns Wunder. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Allmächtiger. Denn du bist gut. All das, was du tust, ist wunderbar, Jesus. Merci, merci, Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire que tu es bon, Seigneur. Laisse-moi te dire que tu es bon, Éternel. Laisse-moi te dire que tu es bon, Yahweh. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa. Oh, merci, Seigneur. Ich habe es nicht verdient, Vater, deine Liebe zu spüren. Aber du gibst mir jeden Tag aufs Neue deine Liebe. Du zeigst mir jedes Mal aufs Neue deine Liebe, Allmächtiger. Sei erhoben dafür.
L'assemblée peut chanter avec moi ensemble. L'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour moi, il est bon pour moi.
Shalom. Bist du in der Freude? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Wenn du in der Freude bist, kannst du deinen Nachbarn grüßen. Dis-lui bonjour, dis-lui, sag ihm guten Tag, sois le bienvenu. Sag ihm sehr herzlich willkommen. Et après, est-ce que tu peux applaudir très fort? Und kannst du danach sehr stark applaudieren für Jesus? Alors, bien-aimés, c'est le moment des annonces de notre also, église. Meine Lieben, wir sind jetzt bei den Kirchenanzeigen. Nous sommes l'église ADV, qui veut dire Assemblée du Dieu vivant. Wir sind die Gemeinde ADV, die bedeutet die Versammlung des lebendigen Gottes. Und der Hauptpastor ist der Pastor Blaise Mayeto. Au programme, unsere Programme sind wie gefolgt. Nous nous réunissons chaque dimanche de 11h à 14h30 pour notre culte hebdomadaire. Wir versammeln uns jeden Sonntag von 11 Uhr bis 14:30 Uhr. Et il nous arrive parfois de finir un peu tard, alors si la personne a une disposition ou wir überziehen meist die Zeit. Urgence à faire, il peut also wenn jemand etwas nach 14:30 Uhr Wichtiges zu tun hat, kann er gehen, ungestört gehen. Chaque vendredi de 19h juste à 21h30. Jeden Freitag von 19 Uhr bis 21 Uhr. On se réunit comme d'habitude pour notre culte hebdomadaire. Versammeln wir uns für unseren Gottesdienst der Woche. C'est-à-dire ces cultes de la semaine. Nous avons aussi un programme spécial. Wir haben auch ein spezielles Programm. Et cela c'est chaque samedi. Und das ist für jeden Samstag. Entretien pastoral et délivrance ici à Düsseldorf. Ein Gespräch mit dem Pastor oder auch die Befreiung hier in Düsseldorf. La personne qui en aura besoin peut toujours contacter les pasteurs ou les secrétaires. Derjenige, der es in Anspruch nehmen möchte, kann gerne das Sekretariat ansprechen oder auch die Nummer vom Pastor erfragen. Nous avons un programme de prière de 140 jours. Wir haben ein Programm des Gebets von 140 Tagen, qui a commencé depuis le 14 août, das am 14. August begonnen hat et qui prendra fin le 31 décembre. Und enden wird am 31. Dezember. Bien-aimés, nous vous prions, meine Lieben, wir bitten euch, massivement d'y participer. Teilzunehmen. C'est via Zoom. Es beläuft auf Zoom. Et le lien est déjà partagé. Il y en a aussi dans le groupe. Und der Link findet ihr auch in der WhatsApp-Gruppe. Den Link findet ihr auch in der WhatsApp-Gruppe. Samedi le 21 octobre. Am Samstag den 21. Oktober. Sera le mariage de notre sœur Lois. Findet die Hochzeit von unserer Schwester Lois statt. Dans la ville de Cologne. In der Stadt Köln. On est cordialement invités. Und wir sind alle herzlich eingeladen. Et juste un rappel pour notre nouveau compte bancaire. Und auch eine Erinnerung an unser neues Bankkonto. Ce compte est pour la construction de notre bâtiment. Dies wurde erstellt für den Erbau unseres eigenen Gebäudes. Nous demandons à tous ceux qui veulent contribuer ou aider l'église à bâtir. Und wir bitten all diejenigen, die die Gemeinde unterstützen möchten für diesen Bau, mettre de l'argent dans ce compte. Dass sie Geld überweisen können auf diese Bank. Je crois le compte est là et chaque jour on publie les comptes. Die Kontodaten sind da. Donc c'est pas un compte privé.
Le vendredi 3 novembre am Freitag, den 3. November 2023, nous aurons une veillée de prière ici à haben wir eine Nachtwache des Gebets hier in Düsseldorf. Mais l'heure n'est pas précisée. Die Uhrzeit ist noch. Oui, cela commence à 22 heures. Und es beginnt um 22 Uhr. Et nous rappelons aussi que nous n'avons pas le droit d'envoyer les vidéos ou des images dans notre groupe d'église. Dass wir nicht die Erlaubnis haben, Videos oder Fotos zu schicken in die WhatsApp-Gruppe. Die Information importante à partager à l'église. Diejenigen, die wichtige Informationen haben, die sie gerne teilen möchten mit der Gemeinde, Papa Josar, qui est là, können immer den Vater Bless oder Vater Josar kontaktieren. Lui va voir si c'est bon d'envoyer und au groupe, sie werden entscheiden, ob es il enverra au groupe. In die Gruppe geschickt werden kann oder nicht. Les anniversaires. Die Geburtstage. Y a-t-il des gens qui ont fêté leurs anniversaires? Gab es Personen, die in der letzten Woche ihren Geburtstag gefeiert haben? Y en a pas. Es gibt keinen. Et un nouveau venu ici. Und gibt es hier Leute, die das erste Mal hier sind? La première fois ici? Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux applaudir Gott gelobt sein, kannst du noch mal applaudieren für Jesus? Alors, quant à moi, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Von meiner Seite aus wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Le froid vient de commencer, n'est-ce pas? Die Feier hat begonnen, nicht wahr? Es ist kalt, nicht wahr? Physiquement, le corps a froid. Der Körper ist der kalt oder selon le physique, selon Musuni Nzoto, moi ma lili bandi non. Laut dem Körper her ist es etwas kalt geworden. Mais dans l'esprit, aber im Geist ist es da auch kalt. Oh. En esprit, c'est pas froid, n'est-ce pas? Im Geist ist es nicht kalt, nicht wahr? Parce que Jésus est vivant. Weil Jesus lebt. Je suis venu pour vous donner la joie, pour vous transmettre la joie. Ich komme, um euch die Freude weiterzuleiten. Pour vous transmettre la force. Um euch die Kraft weiterzuleiten. Bien que le temps change. Obwohl das Wetter sich verändert. C'est devenu un peu maussade dehors, c'est triste. Und es ist draußen ein bisschen träge geworden, ein bisschen traurig. Hier, j'étais vers 18h, on était dehors avec mon mari. Gestern war ich gegen 18 Uhr mit meinem Ehemann draußen, wir wollten spazieren gehen. C'était froid, c'était triste. Und es war so kalt und so traurig draußen. L'Europe commence à changer, ça change. Und die Europa ändert sich langsam. Mais le mois prochain, nächsten en Monat, novembre, im November, ils vont changer un peu le ville, ils vont décorer les magasins. Werden die Läden dekorieren. Pour donner un peu encore la joie, pour que les gens sentent que la vie est là, la joie est là. Das Leben ist da, die Freude ist da. Amen. Amen. C'est ainsi que Jésus veut te donner aussi la joie. Und genauso möchte Jesus dir auch die Freude geben. Et moi j'aime être cette personne qui transmet la joie. Ich liebe es, die Person zu sein, die Freude weitergibt. J'aime être cette personne qui transmet l'amour. Die Person zu sein, die Liebe weitergibt. Qui partage la chaleur. Die Wärme teilt. Qui partage la douceur, le calme. Die Weichheit und die Ruhe teilt. L'amour. Die Liebe. C'est pourquoi je vais nous exhorter aujourd'hui. Deshalb möchte ich uns heute noch mal ermutigen. Sur l'amour. Über die Liebe. Ce n'est pas l'amour d'homme, mari es ist et nicht femme. Die Liebe unter Mann und Frau. Ce n'est pas seulement l'amour de deux fiancés. Es ist nicht nur die Liebe unter Verlobten. Mais l'amour des enfants. Aber die Liebe des Kinder Dieu. Gottes. Étant qu'enfant de Dieu. Und als Kind Gottes. Nous avons besoin d'amour. Brauchen wir die Liebe. Étant que l'église de Dieu, une église vivante. Und als eine Gemeinde des une Herrn, eine lebendige qui Gemeinde, en langue. Eine Gemeinde, die in Zungen une spricht. Qui par, qui chante en langue. Eine Gemeinde, die in Zungen une sogar église singt. Qui prêche avec le Saint-Esprit. Eine Gemeinde, die mit dem Heiligen Geist a besoin redet, d'amour. Braucht die Liebe. Un peuple de Dieu qui écoute la Ein parole Gottes, de Dieu, das das Wort Gottes a besoin aussi d'amour. Braucht auch la Bible die Liebe. Déclare, sans die Bibel deklariert ohne die Liebe. Personne ne verra. Wird niemand Gott sehen. Sans l'amour, tu peux faire ohne tout die ce Liebe, que du kannst faire. Alles tun, was du tun möchtest. Mais sans l'amour, aber ohne die Liebe, tu ne verras pas Dieu. Wirst du Gott niemals sehen. Tu chantes en langue, n'est-ce du pas? Singst in Zungen, tu parles en langue. Du sprichst in Zungen. Mais dans ton cœur, si tu aber n'as in pas deinem de Herzen, l'amour, wenn du keine Liebe hast, tout ce que tu fais, bien alles, was du tust, meine Lieben, c'est comme de la cymbale qui retentit devant Dieu. Ist wie nichts vor Gott. Tu peux être hypocrite. Du kannst ein Heuchler sein oder tu eine Heuchlerin. Tu peux montrer aux gens que tu connais l'amour. Du kannst Menschen zeigen mais und sie si anbieten, tu ne la kennst, pratiques pas, aber wenn du sie nicht praktizierst,
tu ne verras pas Dieu. Dann wirst du Gott nicht sehen. Amen. Amen. Ah. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Können wir zusammen lesen? L'amour, mon exhortation, meine Ermutigung, est basée seulement sur ist basiert l'amour auf die Liebe. Étant que moi-même une personne qui aime bien pratiquer l'amour, und ich als eine Person, die es liebt, die Liebe zu praktizieren, si quelqu'un peut me contredire dans la salle que Mama Céline tu mens. Mir widersprechen kann und sagen, moi, kann, Mama Céline, du lügst. De l'amour, j'aime transmettre. Ich liebe über die Liebe et zu sprechen si und sie weiterzugeben. Un jour, quand je ne serai plus là, und wenn ich sage, eines Tages, wenn ich nicht mehr hier bin, ne plairait pas pour moi quand je retournerai mich, un jour. Wenn ich eines Tages zurückgehen werde. Mais pensez de cet amour que aber Mama Marceline an diese Liebe, die Mutter Marceline gegeben hat. L'amour, einfach nur die Liebe. C'est seulement ça. Es ist einfach nur das. Dans Jean in Johannes. Non, 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 pardon, lisons Luc, pardon. Wir lesen in Lukas 10, 27. 27. Luc 10, 27. Lukas 10, 27. La régie, s'il vous plaît. Es gibt manche Brillen, mit denen kannst du nur sehen und manche Brillen, die brauchst du zum Lesen. Ja, Joe, aide-moi à lire, parce que ici, s'il te plaît. Pas de problème. Lis les versets 27, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. 10, 27. C'est 10, 27, oui. Il répondit. Er aber antwortete und sprach. Tu aimeras le Seigneur. Du sollst den Herrn, deinen Gott. Ton Dieu. De tout ton cœur. Lieben aus deinem ganzen Herzen. De toute ton âme. Und mit deiner ganzen Seele. De toute ta force. Und mit deiner ganzen Kraft. Et de toute ta pensée und mit deinem ganzen Verstande et ton prochain comme toi-même. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. 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 C'est tellement si facile à comprendre. Das ist so leicht verständlich. Tu aimeras ton Dieu du wirst deinen Gott de tout lieben, ton coeur, aus deinem ganzen Herzen, de tout ce que tu as, mit allem, was du hast, dans tes pensées, in deinem Verstand. Et après, und danach tu aimeras aussi wirst du auch ton prochain. Deinen Nächsten lieben. C'est seulement ces deux choses das sind einfach nur diese qui zwei sont Dinge, tellement importantes die so wichtig sind pour Dieu. Für Gott, le parlant en langue, in Zungen zu reden, nous les avons. Das haben wir. À ADV, in ADV, presque tout le monde parle en langue. Fast jeder kann hier in Zungen presque sprechen. Tout le monde est baptisé fast jeder en hier esprit. Ist getauft im Geist. Nous parlons presque tout ici en langue. Wir alle sprechen hier fast in Zungen. Nous connaissons la parole de Dieu. Wir kennen das Wort Gottes. Pour le miracle. Für die Wunder. Quand papa t'a dit parler l'autre dimanche. Als der Vater t'a dit hier ADV gesprochen hat, beaucoup Sonntag, de miracles, ADV kennt sehr viele Wunder. Sur le miracle, là, on en discute pas, c'est ADV. Über die Wunder des brauchen wir gar nicht zu diskutieren, denn hier mais ist ADV. Aujourd'hui, Jésus veut nous interpeller. Aber heute möchte Jesus uns daran erinnern. Sur l'amour. An die Liebe erinnern. La Bible déclare. Die Bibel sagt. Tu peux parler en langue du comme kannst in Zungen reden. L'apôtre Paul le dit aussi wie l'apôtre Paulus es auch gesagt livre hat. De 1 Corinthiens im Buch 1. Korinther 13. Tu peux parler en langue. Du kannst in Zungen sprechen. C'est bien, tu en as besoin. Das ist sehr gut, du brauchst tu peux es imposer auch. Le main au du malade. Kannst auch den Kranken die Hand c'est auflegen. Vraiment tellement bien, très das important. Ist auch wirklich sehr gut und sehr mais wichtig. Si dans ton coeur, tu n'as aber pas wenn du in deinem Herzen keine Liebe tout hast, ce que tu fais, alles was du tust, c'est en vain, bien aimé. Ist unnötig. Il y a des moments, es gibt Momente, tu peux voir une personne du kannst de eine toi, Person sehen vor dir, une personne qui pleure, eine Person, die am Weinen ist, une personne qui se met à se lamenter, eine Person, die sich am Beklagen tu ist. Peux te dire que pourquoi telle personne du kannst aussi, dir sagen, du kannst dich fragen, tu peux so eine juger Person, par rapport à ce qu'elle est. Du kannst sie verurteilen aufgrund dessen, ou was par sie rapport, ist. À ce qu'elle manifeste devant oder toi. Aufgrund dessen, was sie vor dir manifestiert. Mais en réalité, peut-être une telle personne aber in Realität, vielleicht so eine Person n'a besoin que de ton amour. Braucht vielleicht nur deine Liebe. Amen. Amen. N'a besoin que de ton amour, ne die fisque braucht nur deine Liebe. De montrer à cette personne de l'amour. Und es reicht aus, dieser Person einfach deine Liebe zu zeigen. Une personne qui vient de perdre son mari. Eine Person, die gerade ihren Mann une personne verloren qui vient de perdre son fils, eine sa Person, fille. Die gerade ihren Sohn oder ihre Tochter verloren n'a rien d'autre. Hat tu, nichts tu peux, anderes. Tu peux donner des, à cette personne de l'argent. Du kannst dieser Person Geld geben. Mais ça va finir. Aber es wird irgendwann ausgehen. Mais si tu lui montres ton amour, aber wenn du ihm deine Liebe zeigst, ne fisque de passer dans sa maison, parler avec elle, und zu ihr nach Hause gehst.
sprichst und mit der Person sprichst. De partager, de savoir ce que la personne sent dans son cœur. Und das zu teilen, was die Person in ihrem Herzen trägt. L'amour. Die Liebe. Il y a une maman ces derniers temps qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Es gibt eine Mutter, die gerade auf Social Media kursiert. C'est une maman qui témoignait dans l'église de. Und das ist eine Mutter, die in der Gemeinde. De l'évangéliste. Von Evangelisten. Comment il s'appelle encore l'évangéliste? C'est lui qui fait bouger Kin, qui se met deux fois là, Tarabassa, qui boit. Le pasteur Wallis. Cette maman, sa voix seulement, ça fait tellement du bien. So good, elle commence son témoignage par Nape Sabino et Senghor. Je vais vous donner la joie. Ich möchte euch die Freude geben. Parce que cette maman, c'est une maman qui souffrait en elle. Elle manquait de quelque chose. Und ihr fehlte etwas. Mais ce jour-là, elle a reçu des choses auprès de son mari. Aber an diesem Tag hat sie etwas bekommen. Elle ne pouvait pas cacher cela. Und sie konnte dies nicht mehr verbergen. Elle ne manquait pas la prière parce que c'est une dame qui prie. Ihr fehlte es nicht auch an Gebet, denn sie betete. Mais à cette dame, eine Frau, die betet, ce qui manquait, diese Frau, das, was ihr fehlte, tout simplement de l'amour. War einfach nur die Liebe. Et quand elle a reçu l'amour, und als sie die Liebe bekommen hat, bah, elle était tellement joyeuse, elle a partagé so devant tout le monde, dass sie es vor jedem geteilt hat. C'était privé pour elle, mais es war privat für ça sie. L'a dépassé. Tu rigoles pourquoi? Tu connais l'histoire, les témoignages. Tu connais, n'est-ce pas? C'était tout simplement l'amour. Es war einfach nur die Liebe. Et la dame, quand c'est, vraiment c'est devenu tellement viral sur les réseaux sociaux. Und da ist so viral gegangen auf den Sabino et Senghor. Ich möchte euch die Freude geben. La joie, l'amour. Die Freude und die Liebe. Bien-aimé. Meine Lieben. Il y a des gens qui souffrent. Es gibt Menschen, die am Leiden sind. Je vais vous donner un petit témoignage. Und ich möchte euch ein kleines Zeugnis geben. Moi, quand je parle de mes témoignages, ich, wenn ich über meine Zeugnisse spreche, je suis de ce personnes qui ont vraiment beaucoup souffert. Ich gehöre zu diesen Personen, die sehr viel gelitten haben im Leben. Depuis, tu te demandes des fois, mais pourquoi je suis là? Und manchmal fragst du dich, warum bin ich dans le da? Ventre de ta mère, déjà, tu étais combattu. Im Bauch deiner Mutter wurdest du schon bekämpft. Tu es sorti combattu. Du bist bekämpft rausgekommen. À l'âge de 15 à 14 ans, und on te tapait, von 14 bis 14 hat man dich on t'enlevait les habits par tes propres frères et sœurs. Man hat dir deine Kleidung ausgezogen, on von deinen te eigenen Geschwistern. Excusez-moi, à poil nu dehors. Und man hat dich draußen et ils étaient dans la maison. Und sie waren zu Hause. Imaginez-vous, étant que jeune fille, und jetzt stellt euch vor, als junges Mädchen, tu as tout en toi, étant que hast une du femme, alles in dir als eine mais Frau. On t'expose devant tout le monde. Aber man expose dich vor allen. Dieu merci, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Gott sei Dank gab es früher noch kein Social Media. Amen. Amen. Mais je suis grandi, je n'ai pas fait des, aber ich bin aufgewachsen. De cela, de rester enfermé en moi, de dire, je aber ich habe mich nicht dazu entschlossen, darin festzubleiben und mais somit par nicht die Liebe zu praktizieren. Malgré, tu as été aber der Herr hat mich gefragt und hat mir gesagt, obwohl du falsch behandelt wurdest, obwohl man dir keine Liebe gegeben toi, hat, je te demande, aber dich bitte ich darum, de pratiquer l'amour. Die Liebe zu praktizieren. D'aimer ces personnes-là qui te faisaient maltraiter. Diese Personen zu lieben, die dich falsch behandelt haben. Bien-aimé, si tu ne aimes pas le Seigneur, wenn du den Herrn nicht liebst, c'est tellement difficile de aimer de telles personnes. Dann ist es schwierig, diese Personen zu lieben. Et ce n'étaient pas des inconnus, ce mes propres frères. Und es waren keine Unbekannten, es waren meine eigenen Geschwister. Ce n'est pas des demi-frères. Es waren auch keine Halbschwestern. Comme on dit, maman moko. So wie man sagt, eine Mutter, selbe Mutter, selber Vater. Mais je les aime tellement. Aber ich liebe sie so sehr. Et ça a l'air de passe. Und das übertrifft sie manchmal. Comment je les aime. Wie sehr ich sie liebe. Pour moi, ils m'ont aidé à devenir cette personne. Für mich haben sie mir geholfen, aujourd'hui, diese Person avec zu werden, un cœur qui aime. Die heute ein Herz hat, das liebt. Amen. Amen. Je t'exhorte, bien-aimé. Ich ermutige dich, meine Lieben. À faire de Dieu ta priorité. Aus Gott deine Priorität zu machen. À aimer Dieu. Und Gott zu lieben. Tu souffres de l'amour. Du leidest. Bien-aimé, aime. Dann so Liebe. Et tu verras cet amour va retourner vers und toi. Du wirst sehen, wie diese Liebe zu dir zurückkehren wird. Tu souffres de l'affection? Du leidest unter Aufmerksamkeit. Aime. Also Liebe. Je vais t'exhorter à ich aimer. Möchte dich ermutigen, ich möchte des dich dazu ermutigen, ton zu cœur te pousse à fermer. Manchmal bringt dein Herz dich dazu, sich zu verschließen. Mais bien aimé, ouvre ton cœur. Aber öffne dein Herz. Aime seulement. Und liebe einfach. Aime seulement. Liebe einfach. Je ne devais normal, je n'étais pas obligé. Des fois, je vais faire le bien. Ou des fois, quelque chose, si ça me tourne, je dis même à mon mari, est-ce que je suis obligé de les aider? Bin ich dazu verpflichtet, ihnen zu helfen?
Mais à cause de cet amour, aber aufgrund dieser Liebe, parce que je ne peux pas dire à Jésus que je t'aime, kann Jesus nicht sagen, ich liebe parce que dich, je ne vois pas Jésus, weil ich sehe Jesus nicht et mal. Si je n'aime pas cette personne, und wenn ich die Person nicht qui liebe, est à côté de moi, die neben mir ist, c'est pourquoi j'aime mes sœurs, deshalb liebe ich meine Schwestern, j'aime mes frères, deshalb liebe ich meine et Brüder, je vous aime aussi, und ich liebe auch euch, j'aime mes collègues, ich liebe meine Kollegen, j'aime mon pasteur, ich liebe meinen Pastor, j'aime ma maman pasteur, ich liebe meinen, die Frau j'aime tous les serviteurs de ich liebe Dieu de cette maison, Diener Gottes in diesem j'aime Haus, mon mari, ich liebe meinen et Mann, j'aime mes enfants, und ich liebe meine Kinder. Et je pense qu'à cause de cet amour, und ich glaube, dass aufgrund je dieser verrai Liebe, Jésus un jour. Werde ich Jesus eines Tages sehen. Je verrai Jésus ich werde un jour. Jesus eines Tages sehen. Bien-aimé, ce n'est que l'amour. Meine Lieben, es ist einfach nur die Liebe. Moi, si tu viens demander dans mon boulot, wenn du bei mir auf der Arbeit nachfragst, connaissez-vous Céline? Là-bas, on m'appelle que Céline. Céline? Dann dort parce que pour moi, Céline. Si quelqu'un m'appelle Marceline, ça wenn veut être ma Marceline. C'est impoli. Dann ist es für mich respektlos. Je les ai interdits de m'appeler Marceline. Ich habe ihn verboten, mich Marceline. Tout le monde m'appelle là-bas Céline. Jeder nennt mich dort Céline. Et quand tu demandes Céline, c'est qui? Und wenn du fragst, wer ist Céline? Elle transmet l'amour. Céline. Dann ist sie diejenige, die die Liebe weitergibt. Même tu es grand comme ça, si tu me vois. Selbst wenn du sehr groß bist, donc tu sais que non, celle-là, c'est de l'amour seulement qu'elle a dans son cœur. Hat einfach nur Liebe in ihrem Herzen. Donc, je verrai mal si quelqu'un ne m'aime pas. Also ich werde das falsch parce que moi, que tu m'aimes ou pas, wenn du, ob du mich liebst je oder nicht, t'aime. Ich liebe dich trotzdem. Amen. ADV, je t'aime. ADV, ich liebe dich. Je t'aime encore. Ich liebe dich mit Absicht. Que tu me regardes, que tu me critiques dass ou pas. Dass du mich anschaust, mich verurteilst, c'est mich kritisierst en vain, parce oder que moi, nicht. Je t'aime. Das ist unnötig, Amen. Weil ich liebe dich trotzdem. Je te regarde avec amour. Ich schaue dich an mit Liebe. Et mon cœur tremble tous les dimanches und de venir te voir. Jedes hey. Mal, jeden Sonntag, parce um que dich je t'aime. Weil ich dich liebe. Kalinga Kayo. Ich liebe dich. I love you. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Amen. Papa George, je t'aime. Vater George, ich liebe Papa dich. George. Vater George. Je t'aime. Amen. Ich liebe dich. Mama Elise, je t'aime. Mutter Elise, ich liebe dich. Mama Maria, je t'aime. Mutter Maria, ich liebe dich. Nanko, je t'aime. Absicht, ich liebe dich. Je vous aime. ADV. Ich liebe euch, ADV. Je vous aime. Ich liebe Amen. Euch. L'église de ADV n'a pas d'amour. Gemeinde ADV hat keine je vais Liebe. Quitter d'ailleurs. Ich möchte die le Gemeinde pasteur verlassen. N'appelle pas. Der Pastor ruft mich Mama, nicht an. Mama Sarah n'appelle pas. Die Mutter Sarah ruft mais mich nicht an. Appelle. Aber dann ruf du doch an. C'est de ça qu'il s'agit. Darum appelle. Ruf an. Mais moi, quand je vais là-bas, si je vais, aber ich, wenn ich dahin même gehe, si je fais des semaines, personne ne m'appelle. Zwei Wochen fehle, niemand mais toi, ruft mich appelle, an. Informe, aber dann tu ruf ne du viens an pas. Und informiere, warum du nicht kommst. Hey Mama, Amen. Appelle. Ruf einfach an. Si tu, moi si je ne viens pas, je ich, crie wenn au pasteur. Ich nicht komme, dann schreibe ich dem Pastor. Ou bien papa, n'est-ce pas papa, je crie, non? Oui, oui. Nicht wahr, Vater, ich schreibe. Je n'entends pas qu'eux me demandent pourquoi tu n'es pas venu. Moi-même, je les appelle. Darauf, dass sie mir et je leur dis pourquoi je ne viens pas. An und ich erkläre ihnen, warum ich et nicht je komme. Leur bénis, je leur souhaite und aussi segne bon sie culte. Und wünsche ihnen einen schönen Gottesdienst. C'est ce que Jésus dit ici. Das ist das, was wovon Jesus hier spricht. Tu aimeras Dieu, du wirst Gott lieben. Et après, tu aimeras, und danach c'est mon exhortation ce matin pour vous. Das ist meine Ermutigung je vous euch aime beaucoup. Ich liebe euch wirklich sehr. Je vous aime. Ich liebe euch sehr. Que Dieu vous bénisse. Möge Gott euch segnen. Te bénisse aussi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, je t'aime. Auch ich liebe dich sehr. Je vous aime tous. Ich liebe euch alle. Dis à celui qui est à tes côtés, je t'aime. Ich liebe dich. Ne sois pas jaloux. Sei nicht eifersüchtig. Ne sois pas hypocrite. Sei kein Heuchler. Dis-lui, je t'aime. Sag je t'aime. Ich liebe dich. De tout ton cœur. Ich liebe dich von meinem ganzen Herzen. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Ton amen, c'est faible. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Est-ce acclame Jésus. Dann klatsche für Jesus. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Est-ce die Freude im est-ce qu'il y a la joie? Est-ce die Freude manifeste da? Ta joie, bien-aimé. Yeah. Manifeste ta joie. Manifestiere deine est-ce Freude. Qu'il y a des vivants dans la salle? Gibt es lebendige nous sommes assemblés de Dieu vivant. Wir sind die Versammlung des lebendigen Alléluia, alléluia, Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, möge Gott euch segnen, meine Lieben. Je crois que chacun de nous a amené son offrande. Ich glaube, dass jeder von uns eine Opfergabe mitgebracht bien-aimé, hat. Ces dernières temps, meine il y a Lieben, peu letzter offrandes. Zeit gibt es sehr wenig Opfergaben. Ce papa que vous voyez là-bas, il diese souffre Vater, den ihr da seht, der ist am Leiden in letzter Zeit.
Alors, il faut que chacun porte son offrande also muss jeder seine Opfergabe mitbringen, um die Gemeinde zu unterstützen. Nous payons ces loyers ici avec les offrandes. Wir zahlen die Miete hier mit Opfergaben und Zehntel. Alors, approche-toi avec ton also offrande. Komm nach vorne mit deiner Opfergabe. Nous allons danser, chanter, wir werden tanzen und singen und unsere Opfergabe bringen mit Freude. Alléluia. Amen. Amen. Les musiciens, s'il vous plaît, les chanteurs. Vous pouvez vous lever. On va louer le Seigneur. Wir werden uns erheben, um den Herrn zu loben. Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen, eure Opfergabe geben. Thank you.
klatsche, klatsche, klatsche. Milolo, Milolo, Milolo. Freude, Schreie, Freude, Schreie. Jubel, Jubel, Jubel. Amen. Amen. Dass der Herr dich segnet, Volk Gottes. Und setze dich in der Anwesenheit Gottes. Dieu est bon, Dieu der Herr est ist Gott. Gott ist gut, Gott Il ist treu. Avec nous. Und er ist inmitten von Amen. Uns. Amen. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Ich liebe euch auch sehr. Aujourd'hui, c'est le culte d'amour. Heute ist der Gottesdienst der Liebe. Un culte d'amour. Ein Gottesdienst, was? Der ich Liebe. Sais, Mama Marceline. Weißt du, Mama Marceline? Il y a Marceline? Un miracle qui vient de se produire. Es ist ein Wunder geschehen. Pendant que tu étais dans la chair, während du am Altar warst, à l'une de nos sœurs, à partir de Paris, gibt es eine Schwester von uns aus Paris, avant que tu parles de l'amour, bevor du von der Liebe gesprochen hast, Mama Marie-Michel, hat die Mama Marie-Michel, je l'ai partagé les vidéos, ich habe ihr ein Video geteilt, regardez ce qu'elle m'a répondu, und schaut, was sie mir geantwortet hat. Pour moi, c'est un miracle. Für mich ist das ein Wunder. Nous avons un Dieu de miracle. Wir haben einen wahrhaftigen Il Gott. Dit bonjour, Pasteur Blaise. Und sie sagt, guten Morgen, Pasteur Blaise. J'ai déjà chaté, regardé le message. Donc cela veut dire, il a déjà écrit le message sur YouTube. Ich habe schon einen Kommentar abgelassen Après auf dit, YouTube. Ma télé est connectée. Mein Fernseher ist also schon verbunden. Elle a ajouté, und sie hat hinzugefügt, j'aime beaucoup cette modératrice. Ich mag diese Moderatorin sehr. Tu n'as pas encore parlé de l'amour. Du hast noch nicht von der Liebe Quand gesprochen. J'étais dans ton introduction. Als du noch in deiner Einleitung elle warst. Dit qu'elle t'aime beaucoup. Aber sie sagte, dass sie dich sehr liebt. Alléluia. Amen. Elle dit la prochaine fois quand je viendrai. Und sie sagte, das nächste Mal, wenn ich kommen werde. Je vais vraiment je vais la prendre dans mes bras. Ich will sie gerne in meine Arme Après nehmen. Le culte. Nach dem Gottesdienst. Merci de la prévenir de ma part. Und Acclame le Seigneur. Klatsche für den Acclame Herrn. Acclame l'amour, l'amour, Klatsche l'amour. Klatsche für die Liebe. L'amour. Die Liebe. Dis acclame l'amour. Ich sage, klatsche für die Liebe. Die Liebe herrscht hier. Es herrscht hier Liebe. Il y a l'amour ici. Die Liebe herrscht commence hier. À sortir et à toucher même de loin. Und wir fangen an, die Menschen überall zu berühren. Bénisse, Mama Marie-Michel. Gott segne dich, Mama Marie-Michel. Je vais compter jusqu'à trois, nous tous und ich werde bis drei sagen, Marie-Michel, und wir werden alle sagen, Mama Marie-Michel, wir lieben dich auch. Eins, zwei, drei. Mama Marie-Michel, nous t'aimons aussi. Klatschet. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dass der Herr euch segnet. Gardons cette chaleur, gardons Bleiben cette wir in dieser Atmosphäre, in dieser Liebe. Dieu est bon. Gott ist gut. Dieu fidèle. Und er ist treu. Amen. Amen. Je prie pour les offrandes. Ich bete für die Opfergaben. Si quelqu'un n'a pas donné son offrande, wenn jemand seine Opfergabe noch nicht abgegeben hat, viens donner, komm si und gebe ab. Je vais clôturer cette action. Und ich werde diese Aktion abschließen. Si, Papa Robert. Danke, Papa Robert. Dass der Herr dich segnet. Père, merci. Vater, danke. Merci pour cette action. Danke für diese Aktion, qui prouve notre amour vers toi. Die unsere Liebe zeigt gegenüber dir. Und wir manifestieren dies durch diesen Akt. Die Bibel deklariert, es gibt mehr Güte im Geben als im Empfangen. Wir sind in der Freude, denn wir haben dir gerade gegeben, diese Opfergabe. Und du hast dies von unseren Händen empfangen. Und ich bete darüber. Und ich heilige dies im Blut Jesu Christi. Und ich gebe sie in deinen Tresor. Tout, Père, und im Gegenzug, Vater, jeder, der seine Hand hier reingetan hat, sei gesegnet werden. Dass sich die Schleusen des Himmels sich öffnen in diesem Saal und dass ihnen nichts an nichts mangelt. Bon gebe ihnen eine gute Arbeitsstelle und eine neue Stelle oder bessere Stelle in ihrer Arbeitsstelle. Im Namen Jesu Christi, dass das Geld in diese Gemeinde kommt und dass sich die Dimension unserer Aufgaben verändern und unserer Zehntel. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Amen. Klatsche für Jesus.
Peuple de Dieu, Volk Gottes, avant de parler, bevor ich, ja, Ange, que Dieu te bénisse, toi aussi, ça fait longtemps, c'est pas vu. Dieu te bénisse, dass der Herr dich segne, wir lieben dich auch. Wir lieben dich sehr, du hast uns sehr gefehlt in den letzten Monaten. Aufgrund deines Studiums. Ich schreibe meinen Töchtern, ich frage, ich sehe dich nicht. Und sie sagte, es ist einfach mit der Schule zu tun. Hattest du ihr geschrieben? Ja, die la vérité. Qui t'a écrit aussi à part moi? Sag, wer hat dir noch geschrieben, Person. Außer mir? Ah. Non, pas le cœur, fais des gestes. Quand vous voyez une belle sœur comme ça, so notre test, ça fait beaucoup de mois, elle ne vient pas. Cherche son numéro, contactez-la. Alléluia. Amen. Cherchons à démontrer cet amour. Lasse uns diese Liebe que ça ne soit pas seulement limité ici. Und quand on sort ici, c'est fini. Hier, wenn das hier rausgeht, dann ist es vorbei. Même dans la maison. Auch zu Hause. Connais les visages. Denke an jeden Einzelnen und si kenne die Gesichter. Dimanche, toi, dimanche, wenn du siehst, zwei, drei Sonntage, là-bas, diese Person kommt nicht mehr und ist nicht mehr da, numéro, dann such die Nummer und kontaktiere diese Person. Amen. Amen. Wir sind eine Familie. Okay. Avant d'entrer dans la parole, bevor ich in das Wort hineintrete, je vais encore parler par rapport à l'action que nous avons. Werde ich nochmal über die Aktion sprechen, die wir haben. Mois, der sechs Monate. Mois, während sechs Monaten werden, sind wir dabei, Altäre zu zerstören. Im Gebet. Könnt ihr mir vielleicht das Kalender, den Kalender einmal voilà. Blenden lassen? Genau. Voyez, les gens s'ajoutent. Ihr seht, es fügt chaque sich. Jour, quelqu'un est jeden Tag en jeûne et prière. Ist jemand im Gebet. Si tu m'as pas encore donné ton nom, s'il wenn te du plaît, mir deinen Namen nicht gegeben ton, hast, six gebe mois, mir deinen Namen. Il während faut sechs qu'il Monaten y ait quelqu'un muss es jemanden geben, jeden Tag, entre de jeûner et prier. Der am Fasten ist. Voyez, par exemple, notre seht sœur Enis, Onyx, pardon, seht ihr, Schwester Onyx? Elle a tous les lundis, hat jeden Montag genommen, also jeden Monat, wie ihr seht, die Schwester Onyx ist im Fasten und Gebet. Sel sujet, c'est briser les hôtels. Und das Thema, Oberthema ist, die les Altäre zu nationaux, les hôtels familiales, die les hôtels nationalen Altäre, die Altäre der Familien, des quartiers, und Altäre des Viertels, des villes, der Städte. Par exemple, ici à Düsseldorf, so wie hier in Düsseldorf gibt es einen großen Altar, einen teuflischen Altar, d'émerger ici à Düsseldorf. Der dazu bringt, dass in Düsseldorf keine Kirchen alors, oder Gemeinden entstehen. Pourquoi vous voyez notre église souffre beaucoup parce deshalb que on a leidet unsere Gemeinde, weil wir diese Stadt besiegt haben. Im Wuppertal haben wir eine große Offenbarung, Erweckung erlebt. À vivre ça ici und wir schaffen es nicht hier zu erleben. Parce qu'il y a un hôtel qui combat. Denn es gibt ein, das uns bekämpft, das Dienst alors, Gottes bekämpft. Voyez, seht mardi, ihr, jeden Dienstag y a différentes personnes. Gibt es unterschiedliche Personen. Samuel a pris le mardi de 10, der Bruder Samuel hat jeden Dienstag mardi genommen, de 17, den mardi 10., de 14, den 17. und den et les aussi, donc, le 31. Donnez-moi le 24. und 31. Mois, nächsten Monat, mois de novembre. November, voilà. Seht ihr, ouais, Samuel s'est arrêté en octobre. Der Bruder Samuel hat sich aufgehört im Oktober. Ja, Sœur Gloria. Die Schwester Gloria. Ah, c'est ça. Elle est chaque mardi aussi. Und jeden Dienstag auch. Donc, Sœur Onyx continue. Schwester Onyx lundi. Jeden donc, Montag. Toi aussi, tu peux. Même also si du auch déjà, tu kannst peux, auch dran teilnehmen. Auch wenn es andere gibt, die schon dann teilgenommen haben. Es gibt an einigen Tagen, da können sogar zwei, drei, vier, fünf Menschen. Journée, du kannst nicht nur einen Tag, musst nicht nur einen Tag nehmen. Chaque semaine, une fois, also jede tu Woche veux. Eine Mal et kannst du dir aussuchen. Six mois. Und das comme durch ça? Sechs Monate. Okay. Après, danach, ce moment, nach diesem Moment, nous allons bâtir maintenant l'hôtel de Dieu. Werden wir das Altar je Gottes vous enseigné, ich habe euch belehrt, après avoir bâti l'hôtel, nachdem wir das Altar gebaut haben, pardon, détruit, cassé les oder zerstört, die Altäre als zerstört haben, il faut bâtir l'hôtel de Dieu. Müssen wir ein Altar Gottes erbauen. Sinon, vous allez faire un travail en vain. Sonst werdet ihr eine Arbeit leisten, die Gédéon eigentlich unnötig wäre. Baal, das heißt, wir haben den Altar Baal nuit, zerstört und in derselben Nacht de wurde auch ein Altar für alors, den Herrn notre erbaut. Hôtel que nous allons bâtir, das heißt, dieser Altar, den wir erbauen werden, nous allons construire pour Dieu un werden temple. Wir einen Tempel für Gott erbauen. Ça sera wow.
Und es wird wahrhaftig traumhaft sein. Und dieses Altar fera de bruit. Wird Lärm machen. Sera, va bouger ce pays. Und wird dieses Land zum Erschüttern bringen. Et ça va provoquer un réveil dans cette nation. Und es wird eine Erweckung in dieser Nation Alleluia. Auslösen. Amen. Je vous rassure. Ich versichere euch. Et pour y arriver, um dies zu erreichen, haben wir gesagt, also jeder ist Mitglied der Gemeinde, Papa, Mama, Vater, Mutter, Jugendlicher, du hast eine Aufgabe, in diesen 6 Monaten uns 1.000 Euro zu bringen. Du kannst dies per Rate tun oder du kannst uns dies auf einmal zahlen. Und ich bete jeden Tag für euch, dass der Herr Geld in euren Händen tut. Und ich glaube daran, dass ein finanzielles Wunder geschehen wird, deshalb musst du achtsam sein. Man kann deine Rechnung bezahlen, die du nicht erwartet hast oder die Rechnung, die du nicht mehr kennst. Okay, die Türen werden sich öffnen, aber du musst achtsam sein. Aber wenn dies geschieht, musst du die 1000 Euro für Gott entnehmen und dies geben. Und von dem Rest wird sich der Herr kümmern. Und wenn wir alle dies tun, nach 6 Monaten, werden wir zurückkehren. Avec des démarches. Und davon sprechen, dass wir mit den Aufträgen oder diesen und wir werden ein Grundstück bon finden endroit, in einem schönen Ort, partir, wo wir erbauen werden, où tout le monde aura la facilité de venir und wo jeder das einfach haben wird, dahin zu kommen. Nous avons un problème aussi ici. Ich habe bemerkt, dass wir hier auch ein Problem on haben. Que comme y a la gare ici à côté, wir dachten, sera es wird einfach sein, da wir einen Bahnhof in der Nähe haben, avant de s'installer ici. Bevor wir uns hier installiert Mais haben. On a remarqué que aber wir, uns ist aufgefallen, compliqué pour es ist ein komplizierter Ort für öffentliche Verkehrsmittel. Tout le monde déclare. Das heißt, jeder ist schon am Beklagen. Donc, par exemple, so tout à l'heure, j'ai reçu le message de notre frère bien-aimé Grâce qui m'a écrit encore Grâce, comme chaque dimanche so commence à m'écrire. Sonntag, wie er mir schreibt, Papa, je suis bloqué encore, problème Vater, de transport, donc blockiert. Je vais arriver en retard. Ich werde sehr spät ankommen. Donc, il est quand même en train de venir. Das heißt, ist trotzdem compliqué. Dabei zu kommen, aber es ist kompliziert. Alléluia. Amen. Vendredi, Freitag, j'ai changé le système, j'ai dit, je ne ferai plus de délivrance. Ich werde keine Befreiung parce mehr que les gens machen, réclament. Denn die Menschen deklarieren on schon, finit quand on finit à 22h, wenn wir um 22 Uhr beenden, les gens arrivent à la maison une heure, dass die Menschen um 1 Uhr, 2 Uhr morgens zu Hause ankommen aufgrund der öffentlichen okay, Verkehrsmittel. On fera plus de délivrance. Und ich sage, ich habe gesagt, wir werden keine Befreiung questions, mehr machen. Je ich werde belehren plus tard, und 21 Fragen stellen. On finit. C'est ce qu'on a fait le dimanche et le vendredi passé. Das haben wir am letzten Freitag getan. Hier, j'étais ici pour les délivrances. Aber gestern war ich hier für die Befreiungen. Et ma fille Mathilda, und meine Tochter venue, Mathilda ist gekommen. Va m'apprendre qu'elle est, und sie malgré sagt, qu'on a fini à l'heure, trotz der Tatsache, dass wir avant, elle est arrivée à 1h du matin à la maison. Sie um 1 Uhr nach Hause gekommen. C'est ça, non, c'est que tu m'as... Pardon? Minuit. Um 0 Mitternacht. 3 heures du temps pour arriver. Um 3 Stunden hat sie gebraucht, um nach Hause, obwohl sie in Krefeld wohnt. Krefeld à côté ici. Krefeld ist hier in der Nähe, du temps aber sie hat 3 Stunden gebraucht, nach Hause zu kommen. Elle arrive à minuit à la um 21 Uhr haben wir beendet, aber sie kam um 0 Uhr nach Donc, Hause. C'est un coin bizarre. Das ist ein seltsamer Ort hier. On doit quitter ici. Und wir müssen diesen Ort verlassen. Trouver un coin où und einen Ort finden, sera aussi facile. Wo das öffentliche Verkehrsmittel einfacher sein wird. Und ich segne par euch un miracle de permis. Durch einen même si Wunder tu es devenu déjà Mama Coco, prends permis, prends voiture. Auto. Parce que dans ce temple-là, il y aura un grand parking. Tempel il faut que vous le remplissiez avec und des voitures. Ah, tu m'as pas pris. Du hast mich nicht verstanden. Ihr müsst doch meine Segnungen empfangen und verstehen. Aber ich segne Mama Marie. Erhalte deinen Führerschein. Und kauf ein Wagen. Und wandle in deinem Jeep. Im Namen von Amen. Amen. Dass der Herr euch segnet. Wir müssen in diese Herrlichkeit hineintreten. Das ist unser Schicksal. Amen. Das war das. Et nous entrons dans notre enseignement. Und wir kehren unsere Belehrung ein. Dieu est fidèle, les gens le croient. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle.
Libro kata shata karabaya kata mata libre kata masanda ramanda kopya kata maha ye kata kabaya shata kata makarya tanaka ya shata kata karabaya shata naka le mama maya kabaya kata shata kata ura kata mata shata naka tanaka naka Rabba Bayata Shata Katanaka Rabaya Ya 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 Rakata Shata Katanakata Rokota Pasta Katana Rakata Masada Katana Ya Kata Shata Rabba Baba Bayada Nana Katana Shata Ribra Kata Shata Naka Yabra Naka Ya bra ba 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 rakata sha ya bro koto shata kata shata ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ya oh rakata shata kata shata bra kata shata kata shata Ya baranda shete ne kata shata. Ah. 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 Kare re re. Ah. Ah. Rokata shata kata rakata shata Rokata shata rata kata shata kata Ya brondo rondo shata Rokata shata kata shata paradana Ya brondo rondo shata kata shata Rokata shata kata Paradana Yabrakata shata fata shata kata Celebrate lua kata mote Rabashakata Lemare Brasare Kata Braka Brosere Manda Kare Rebe Ibre Sabre Masere Ma Mama 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 Rebe Kete Braka Brosere Braka Tesere Bonté vaut mieux que la vie. Allez, bracata, chata, fata, chata. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. Oh, je leur dirai, à que tu Kariashima kala moko, eh, kariashima au mieux, souffre la kariashima, kata, yeah, Je ne serai ton nom.
Vater, du liebst uns. Du liebst uns so wahrhaftig. Ton amour est répandu sur nos cœurs ce matin. Ton amour est répandu dans nos cœurs ce matin, Yahweh. Aïe, aïe, aïe. Merci, 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 danke, merci, danke, merci, danke, merci, danke, merci, danke. Merci, Père, merci, danke, Père. Vater. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dass der Herr euch segnet. Comme vous voyez devant vous. So wie ihr vor euch seht. Notre grand thème. Unser großes Thema. Ich habe euch gesagt, vorgewarnt, dass es etwas mehrere Monate nehmen wird. Vielleicht sogar Jahre. Vaillant héros. Tapferer Held. Car Dieu veut faire de nous des vaillants héros. Denn der Herr möchte aus uns tapfere Helden machen. Et notre quatrième sous-thème. Und unser viertes Unterthema. Gâteau roulé. Das rollende Kuchen. Amen. Amen. Alors, on a déjà débuté avec ça. Wir haben damit schon angefangen gehabt. Comme vous voyez, nous sommes... Das heißt, wir sind jetzt am dritten Tag im dritten Punkt. Chaque jour, jeden Tag prenons un thème. Nehmen wir ein Thema. Un point. Einen Punkt. Et le vendredi und am Freitag, passé, am letzten Freitag, notre deuxième point. Hatten wir unseren zweiten Punkt. Et le premier, d'abord, c'était der erste Punkt war zunächst einmal Toison de laine. Ça a été donné un dimanche ici. Et vendredi, le deuxième, c'était la source de Harrods. Die Quelle Harrods. Et aujourd'hui, notre und heute unser viertes Unterthema. Pardon, notre troisième oder point. Unser dritter Punkt. Le craintif. Die Ängstlichen. Le craintif. Die Ängstlichen, du kannst sie aufschreiben als Oberthema. Drei. Le craintif. Die Ängstlichen. Le craintif. Die Ängstlichen. Notre lecture sera Juge. Unsere Lektüre wird sein Chapitre 7, Richter 7, Verset 3. Vers 3. Mais pour la bonne compréhension, aber für das gute Verständnis on commence à partir de verset 1. Fangen wir bei 1 an. Vers 1 an. 7, 1 à 3. Richter, 1, Richter 7, 1 bis 3. Go. Donne-moi la Bible, s'il vous plaît. Öffnet mir die Bibel, bitte. Jérubal, und Jérubal, qui est Gédéon, das ist Gideon, et tout le peuple qui était avec lui, und alles Volk, das mit ihm war, se levèrent de bon machte sich matin, früh auf, et campèrent près de la source de Harod. Und sie lagerten sich an der Quelle Harod. Vous voyez ça? Seht ihr das? Au nord de Gédéon. Die Seite von waren la auf der Seite von Harod de Moré, dans la vallée, nach dem Hügel
Moore hin im Tale. J'ai dit le vendredi, ich habe am Freitag gesagt, que cet homme Gideon, dass dieser Mann Gideon nous enseigne beaucoup de choses. Sehr viele Dinge belehrt. Était un homme, er war ein Mann, exceptionnel. Der sehr exzeptionell war. Pourquoi? Warum? Parce que cet homme ici, denn dieser Mann hier, il vient d'avoir un long discussion avec Dieu, hatte eine lange Diskussion mit Gott. Dieu l'a appelé, l'a donné la mission. Und der Herr hat ihn berufen und eine Mission lui, gegeben. Il a mis Dieu à l'épreuve. Und er hat den Herrn geprüft plusieurs fois, mehrere Male, pour confirmer son appel, um seinen Appell zu bestätigen. Et il a eu des confirmations. Und er hat die Bestätigung cela erhalten. Veut dire, il das heißt, er war sicher in sich il était selbst, avec Dieu. Dass er mit Gott war. Maintenant, und jetzt, il rassemble le militaire, er versammelt das Militär, das Volk, avec lui pour qu'il aille mit ihm, dans la mission. Damit sie auf die Mission gehen. Mais bizarrement, aber komischerweise, cet homme va s'arrêter encore quelque part. Hört oder stoppt er noch irgendwo, là où nous venons de lire. Das, was wir gerade gelesen haben. Les ennemis étaient déjà. Und der Feind, face, waren, die waren schon voir, gegenüber, das könnt ihr hier sehen. D'attaquer. Und anstatt zu attackieren, il se réserve d'abord, haben sie sich noch reserviert zurückgezogen und sich noch mal et die Zeit genommen. Ça c'est l'image de la und es prière. Sage ich, das ist das il Bildnis der, des Gebetes. Dieu das heißt, sie haben den Herrn noch mal um Rat gebeten, bevor sie in die Mission Mais eingetreten Gideon, sind. Tu viens aber Gideon, de avec Dieu. Du hast mit Gott gesprochen und du hast jede mögliche Art von Bestätigung. Aber was willst du mehr? Alleluia. Amen. Vous allez voir, ihr werdet sehen, que c'était important. Verset dass es wichtig war. L'Éternel dit à Gédéon. Und Jehova sprach pourquoi? Zu Gideon, warum? Parce que Gédéon s'était stationné. Denn Gideon hat sich stationiert. Il a eu le temps de se recueillir. Und er hat sich die Zeit genommen, um in sich zurückzukehren, im Gebet, Dieu. Um die Stimme Gottes pour zu hören. Dieu lui parle und deshalb spricht der Herr zu sinon, ihm. Sonst il allait rater cet, détail. Hätte er dieses kleine Detail verpassen können, wenn er in die Eile gegangen wäre, in die Mission einzutreten. Und das hätte ihn teuer malgré gekostet. Lui, trotz der Tatsache, dass Gott mit Gideon ihm war, hätte Gideon gescheitert. Après, il allait vers Dieu pour dire, und er wäre zu dem Herrn zurückgekehrt und ihm tu sagen, du hast mich gesandt j'ai fait ta volonté. Und ich habe deinen Wille Mais getan. Pourquoi cet échec aber encore? Warum bin ich gescheitert? Alleluia. Amen. Alors c'était important qu'il das heißt, es war wichtig, dass er nochmal zurückkehrt. Dieu lui parle. Und der Herr spricht écoutez zu ihm. Que dit. Hör zu, was der Herr le sagt. Peuple que tu as avec das toi Volk, das bei est dir trop ist, nombreux ist zu pour viel, que je livre Madian entre ses mains. Als dass ich Midian in ihre Hand geben sollte. Vous voyez ce détail? Seht ihr dieses kleine Detail? Hmm. C'est bien. Partagez le vidéo. Teilt das Video, es ist gut. Faites-le. C'est bon. Amen. Amen. Déjà, on a passé l'école. Le pasteur Teddy nous a dit der Pasteur Teddy hat uns gesagt, il faut partager wir müssen teilen, plus de mehr als 10 Personen, et cette culture. Dass sie dieses, diesen Gottesdienst sehen, miterleben. Ah, Dieu. Gott. Les Madianites, die Medianiter, ils étaient tellement nombreux, la waren Bible dit. So in der Mehrzahl, comme des sauterelles. So wie Heuschrecken. Mais moi, aber ich, avec le peu de gens que j'ai, mit, den, mit der niedrigen Zahl von qui Menschen, même mit pas ich la moitié de nos ennemis, was nicht mal die Hälfte unserer Feinde ist, dit que nous sommes nombreux. Und du sagst, dass wir viel zu viel sind, trop nombreux. Viel zu viel. Alleluia. Amen. Vous voyez que Dieu seht ihr, dass Gott ne regarde pas schaut sich nicht comme nous regardons. Das Dieu an, ne wie wir considère schauen. Pas ce que nous considérons. Und er sieht nicht das, was wir sehen. Dans la logique des choses, in der Logik der Dinge nombreux, plus de gens pour attaquer es mehr les Menschen sein sollen, nombreux. Um die Feinde zu attackieren. Non, aber der Herr sagt uns, nein, hier nombreux. Ist er viel zu viel für mich. Amen. Amen. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Damit Israel sich nicht wieder mich rühme und spreche, meine Hand hat mich gerettet. Voyez comment Dieu réfléchit? Seht ihr, wie Gott nachdenkt? Pourquoi? Parce que Dieu warum? Connaît le cœur de l'homme. Denn der Herr kennt die, die Dieu Herzen nous der Menschen. Connaît plus que nous-mêmes. Er kennt uns besser als wir uns Dieu selbst. Sait und er weiß, que l'homme est comme ça. Dass der Mensch genauso l'homme ist. Est méchant. Der Mensch ist gemein. S'ils vont comme ça, wenn sie so hinausgehen victoire, und ich ihnen den Sieg ils vont gebe, tout de suite m'oublier. Werden sie ils mich diront vergessen und sagen, dass es ihre victoire, eigene Hand, dass sie gerettet hat, denn sie waren in der Mehrzahl oder in der mehr Menschen. Amen.
Amen. Alors si Gédéon était parti comme ça, und wenn Gideon so vorangeschritten wäre, Dieu allait ne pas agir. Dann hätte der Herr nicht agiert. Pour que ce peuple n'attire pas gloire, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec eux. Den Reichtum, den Ruhm bekommt, weil der Herr vous comprenez. Erteilt seinen Reichtum nicht. Des fois nous échouons à cause de petits détails comme ça. Und deshalb scheitern wir an so kleinen Details. Dieu est avec toi, mais der Herr ist mit dir. Il dit, non, je ferai pas. Aber er sagt, ich werde nicht parce arbeiten. Que tu as des gens autour de toi. Denn du hast schon Menschen um dich herum. Je laisse ces gens-là t'aider. Und ich lasse diese Menschen dir helfen. Vous comprenez? Versteht ihr? Tu as des soutiens, tu as des du personnes hast Unterstützung. À qui compter. Tu und as des es bons hat Menschen, conseillers. Die du unterstützt und da Menschen, okay, die dir Ratschläge geben. Ja klar, okay, dann sollen sie dir helfen. Si moi j'entre, aber wenn ich hineinkehre, tu ne vas pas reconnaître ma main. Tu diras que ce sont mes conseillers, ce sont mes gens sagen, qui m'ont soutenu. C'est pourquoi j'ai réussi. Sind, die mich unterstützen haben. Deshalb habe ich es geschafft, Erfolg erlangt. Vous comprenez? Versteht ihr? Trois. Drei. C'est là où nous commençons aujourd'hui. Und da fangen wir heute an. Publie donc und ceci nun, aux oreilles du peuple. Rufe doch vor den Ohren des Volkes que aus. Celui qui est craintif und sprich, wer furchtsam et qui a peur und wer zart ist, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Regardez très bien ce verset. Schaut euch diesen Vers genau an. Quand il lit la Bible, faut faire très, très attention. Wenn man die Bibel liest, muss man sehr vorsichtig sein und achtsam sein. Es gibt zwei Dinge hier. J'ai dit, der Herr sagt, que celui qui est, numéro un, craintif, wer furchtsam ist, Nummer eins, peur, und verzagt ist, zwei Dinge. Peur, furchtsam und verzagt sein, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Dieu ne dit pas celui qui der est Herr sagt nicht der, et qui a la crainte, non. Il dit, celui er sagt, qui est craintif, wer furchtsam ist et qui a peur und verzagt ist. Alléluia. Amen. S'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Kehre um und wendet sich zurück vom Gebirge Gilead. 22,000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10,000. Da kehrten von dem Volk 22,000 um und 10,000 blieben übrig. Halleluja. Amen. 22,000. Kreativ. Die Angst hatten, waren inmitten von ihnen. Halleluja. Amen. Dieu savait. Der Herr wusste. Mais Gédéon ne le savait. Aber Gideon wusste es nicht. Gideon voyait seulement des grands thorax. Er sah nur diese gens, Menschen, militaires, so commando. Militär, ich habe ein Kommando. Mais Dieu voyait que parmi ces commandos, aber der Herr sah inmitten von ihnen, craintif, gab es einige, die Angst hatten. Et des craintifs étaient même plus nombreux. Und es waren sogar viel mehr, die Angst hatten. Parce que c'est 22,000 craintifs qui, denn diese 22,000 sind die freiwillig gegangen sind. Sie haben die Stimme gehört und haben sich einfach umgekehrt und sind gegangen. Et sont restés und 10,000 sind verblieben. Donc, das heißt, sie waren 22,000. Minus. Quelqu'un peut dire minus. Kann jemand Minus sagen? Dieu va faire la minus dans la vie de quelqu'un. Der Herr wird ein Minus sehen im Leben einer anderen Person. Prépare-toi, parce qu'il y a un minus qui arrive. Denn es gibt ein Minus. Bereite dich vor, denn es gibt ein Minus in deinem Leben. Un minus qui va amener après la multiplication. Und dieses Minus wird eine Multiplikation hervorbringen. Jemand hat es nicht verstanden. Il faut que un minus arrive dans ta vie. Es muss ein Minus in deinem Leben geschehen, damit die Multiplikation geschieht. Es gibt viel zu viele, die furchtsam sind. Hier in ADV, es gibt viele Menschen, die Angst haben. Ihr werdet gleich entdecken. Und ich werde euch Zeichen geben. Und ihr werdet sie so aufhalten. Halleluja. Amen. Viel zu viele, die furchtsam sind. Dieu ne donne pas la parole en vain. Der Herr gibt sein Wort nicht ohne Grund. Dis à ton voisin, sage zu deinem Nachbarn, si tu es craintif, wenn du furchtsam bist, on va wird man dich hier aufhalten. Tu vas retourner à la maison. Und du wirst zurückkehren nach Hause. Alléluia. Amen. Alors, tu vas écrire ceci. Und du wirst dir dies aufschreiben. Avant de chauffer, écris ça rapidement. Bevor wir aufheizen, schreib dir auf. Tu mets un trait d'union, tu écris. Du schreibst den neuen Punkt auf. Gédéon. Gideon wusste nicht.
dass parmi le peuple, dass unter dem Volk qu'il avait, il y avait beaucoup de craintifs. Dass es unter dem Volk viele gab, die furchtsam waren. Point. Punkt. Gideon ne savait pas, wusste nicht, que parmi le peuple qu'il avait, dass unter dem Volk, den er hatte, beaucoup de craintifs. Es viele Furchtsame gab. Comme moi, Blaise, je ne savais pas, oh. So wie ich, Blaise, ich wusste es auch nicht. Je savais pas. Ich wusste nicht. Je souffre comme ça. Ich leide so hart. Oh, j'ai beaucoup de craintifs ici. Aber ich habe so viele Furchtsame hier. Point. Punkt. Dieu, Gott, n'aime, tu continues dans la même ligne? Du fährst fort in dieser selben Linie. Dieu Gott n'aime pas de craintifs. Mag keine Furchtsamen oder Ängstlichen. Dieu n'aime pas de craintifs. Der Herr mag keine Ängstlichen. Car les craintifs, denn die Ängstlichen n'ont pas d'amour. Haben keine Liebe. Na récupérer au lissousso. Kommen wir nochmal auf die Zurück. N'ont pas die Ängstlichen haben d'amour. Keine Angst. Virgule. Komma. Ils sont hypocrites. Sie sind heuchlerisch. Voici des signes. Das sind Zeichen. Les craintifs sont quoi? Die Ängstlichen sind les was? Hypocrites. Heuchler. Et und profiter. Und die Vorteile ils ziehen. Profiter des autres. Sie ziehen gerne Vorteil von anderen. 1 Jean chapitre 4 verset 18. 1. Johannes 4, 18. 1 Jean 1. Johannes 4, 18. Gebt mir bitte diesen Vers. Tu finis d'écrire, tu me suis. Schreibt euch auf und folgt mir hier. 1. Jean. 1. Johannes. Tu me le donnes. 1. Jean 4. 1. Johannes 4, 18. 18. Regardez. Schau zu. La crainte, Furcht, n'est pas dans l'amour. Ist nicht in der Liebe. Donc cela veut dire celui qui est craintif n'a jemand, pas l'amour. Furcht hat, hat keine Liebe. Mais l'amour parfait, sondern die vollkommene bannit Liebe, la crainte. Treibt die Furcht aus. Car denn la crainte, die Furcht, suppose un châtiment. Hat Pein. Et celui qui craint, wer sich aber fürchtet, n'est pas parfait. Ist nicht vollendet in der Liebe. N'est-ce pas ça, l'hypocrisie? Ist nicht das die Heuchlerei? Fait comme s'ils nous aiment. Sie tun, als würden sie ta uns Mama lieben. Dit, je t'aime. Ja, sie sagen, ich liebe dich. Halleluja. Amen. Hypocrite. Regarde, on Heuchler. Dit, hypocrite. Und sage zu deinem Nachbarn Heuchler. Alléluia. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour. Die Furcht ist nicht in der Liebe. L'amour parfait die vollkommene Liebe verscheucht si die Furcht. Réellement, je wenn ich dich wahrhaftig liebe, dann habe ich keine Furcht. Je ne craindrai pas. Und ich würde nicht fürchten. Eia, so wenn es kommen sollte, io, dann je soll es kommen, wenn du und ich, wir werden je bleiben, t'abandonnerai ich liebe pas. Dich, ich werde je dich nicht suivre. Aufgeben. Nous irons partout, tu und wir seras, werden dich überleben. Da, wo du da sein wirst, dann werde ich auch da sein. Halleluja. Amen. Celui qui aimerait, der, der wahrhaftig liebt, il n'a pas la crainte. Hat keine Furcht. Halleluja. Amen. Mais les craintifs aber die sont des Ängstlichen regardez, sind Heuchler. 22.000 Personen. 22.000 Personen. Wer will mich suivre? Wer will mich soutenir? Wer will mich verfolgen? Wer will mich leiten und unterstützen? Sie sind mitgekommen. Gédéon, nous t'aimons. Nous allons te soutenir. Gédéon, wir lieben nous dich. Wir werden dich unterstützen. Wir werden dich unterstützen. Alleluia. Amen. Heureusement. Quelqu'un peut dire heureusement. Glücklicherweise. Heureusement. Glücklicherweise. Dieu les a repérés, il a dit, hat der Herr Gédéon sie zurückgehalten und gesagt, attends. Warte. Lance seulement une parole. Lasse einfach ein Wort celui aus. Qui est craintif, qu'il fasse und quoi? Der, der furchtsam ist, la maison. Soll zurückkehren. Ils se sont vus comme si on und les sie haben a sich dans gesehen, miroir, ont, als hätte man sie im Spiegel gesehen. Il nous a rêvé. Oui. Er hat von uns geträumt. Alléluia. Amen. Les craintifs. Die Ängstlichen. Les craintifs. Die Ängstlichen. Continue à écrire. Fahre fort mit deiner Schrift.
Tu écris ceci. Schreib dir auf. Un autre trait d'union. Noch ein weiterer Punkt. Les craintifs. Die Ängstlichen. Accompagnent. Begleiten. Les craintifs accompagnent. Die Ängstlichen begleiten. Sie sind vrais accompagnateurs. Sie sind wahrhaftige Begleiter. Ja. C'est pourquoi je dis ils sont nombreux ici. Deshalb sage ich, sie sind in der Mehrzahl. Ils sont des accompagnateurs. Sie begleiten gerne. Les craintifs. Die Ängstlichen. Accompagnent. Begleiten. Virgule. Komma. Mais. Aber. Ils ne soutiennent pas. Sie unterstützen nicht. Ils ne soutiennent. Sie unterstützen nicht. Ils sont spécialistes et accompagnent. Sie sind spezialisiert, um zu begleiten. Ils sont des accompagnateurs, mais sie quand begleiten demandent, gerne. Nous avons besoin de 1000 euros, 1000 euros pour bâtir. Wir brauchen 1000 Euro, um zu erbauen. Comment ça dire dans son cœur, pasteur aussi, pasteur, 1000 euros, 1000 euros. 1000 Euro. Amen. Je vous ai dit, on va les attraper. Wir werden sie fangen. Amen. Amen. Il vient. Sie kommen. Il vient bien, l'église est remplie. Gut, sie erfüllen die Gemeinde. Ils chauffent bien les bancs. Und sie heizen wirklich. Donc, ils sont des accompagnateurs. Das heißt, sie sind Begleiter. Mais le jour où tu diras seulement on a besoin de 1000 euros. Aber an dem Tag, wo du sagst, du brauchst nur 1000 Euro. Les craintifs disent, sagen die Ängstlichen, je vais manger quoi? Was werde ich essen? Alléluia. Amen. Ils ne soutiennent pas. Sie unterstützen nicht. Amen. Amen. Ça c'est les caractéristiques des craintifs. Das sind die Charakteristiken. Ce n'est pas encore fait. Charakteristiken der Ängstlichen. Es ist noch nicht vorbei. Fahrt fort mit der Aufschrift. Ils ne soutiennent pas. Sie unterstützen nicht. Car denn ils ne croient pas en vous. Sie glauben nicht an euch. Mais aber ils ont un profond respect. Sie haben einen tiefgründigen Respekt de l'adversaire. Euch dem Feind gegenüber. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Hat jemand verstanden? Pourquoi les craintifs ne vont pas te soutenir? Warum wird der Ängstliche dich nicht unterstützen? Il t'accompagne, mais er begleitet dich, aber er glaubt nicht an dich. Quand je dis là, on va, dans six mois, on va entrer und wenn ich sage, in dans sechs Monaten, wenn wir erbauen, dans son cœur, les craintifs, in seinem Herzen sagt der Ängstliche, va ma solo, allez, va ma solo. Das sind Alleluia. Il ne croit Worte. Pas. Er glaubt nicht daran. Alleluia. Il n'a pas la foi. Er hat keinen Glauben. Il dit ça par ma solo, ça va pas. Es wird eh nicht geschehen. Pourquoi il n'a pas 1000 euros dans la vie? Warum sollte ich meine 1000 Euro geben? Es wird eh nicht geschehen. Was denkt er denn? Er glaubt gar nicht an dich. Mais aber il a un grand respect. Aber er respektiert de l'adversaire. Deinen Feind. Qu'est-ce que je vais dire? Was will ich damit sagen? Papa Raff, viens. Papa Raff, komm. Je vais vous le démontrer ici. Ich werde es euch hier zeigen. Deuxième personne. Eine zweite Person. Ma fille vient. Meine Tochter kommt. Ja. Regardez. Schau zu. Papa, viens. Toi, tu es l'adversaire. Du bist der Feind. Okay? Le problème, nous voulons das faire Problem, tomber les hôtels, die tout Altare, ça. Alles, nous savons que vraiment, wollen. Ici pour bâtir, ce n'est pas oh, facile. Wir wissen ganz Parce genau, es ist nicht einfach zu erbauen, denn es gibt einen Riesen, der vor uns ist, der fallen muss. Et elle, und sie, c'est le visionnaire. Ist die Visionärin. Die, und sie sagt, on va affronter ce Goliath. Wir werden gegen, uns Goliath gegenstellen va tomber, und Goliath wird fallen et on va réussir. Und wir werden Erfolge haben. Soutenez, donnez 1000 euros. Unterstützt, gib 1000 Euro. Qui veut m'accompagner? Wer will mich befolgen? Voilà. Première démarche. Das ist der erste Gang, moi, der erste Prozess. Parmi les craintifs. Und je ich viens, unter den Christelle, Ängstlichen. Oh Christelle, wir werden dich unterstützen. Qu'est-ce que je fais? Was tue je ich? M'arrange derrière. Ich richte mich hinter sie c'est ein. L'accompagnateur. Das ist ein Begleiter. Je le pousse, voilà. Und ich bringe sie nach vorne, Alleluia. Schub sie nach vorne. Mais j'ai le grand respect, aber ich habe einen großen Respekt vor dem Goliath, der vor mir steht. C'est ça, la das ist die Angst, die et Furcht. Je vous ai dit la différence entre deshalb la sage ich, die, la peur, ein, parce der Unterschied zwischen Furcht und qui a Angst, peur, jemand, der Angst hat, il n'est pas même pas se cacher, il va kann sich gar nicht verstecken, sondern er wird weggehen.
Les pérés, ce sont ceux qui sont restés dans la vie. Quand je leur ai dit, ceux qui veulent me soutenir viennent, les pérés ne sont pas venus. Mais les craintifs viennent. Parce que la crainte, c'est un mélange, c'est un peu de la peur à l'intérieur, mais avec un respect. Aber auch mit einem Respekt. Vous comprenez? Donc il a plus de peur de l'adversaire que. Das heißt, er hat mehr Donc, pour toi même, il ne croit même pas à toi. Dir, als Parce qu'il est hypocrite. Il veut seulement te montrer. Il veut seulement te montrer qu'il t'aime, mais il ne t'aime pas. Il ne croit même pas à toi. Er glaubt nicht mal an dich. Vous voyez? Seht ihr? Lui, dans l'arrière sa tête comme ça, bei ihm am Hinterkopf, il dit, je vais quand même aller. Ich werde mitgehen, Parce que je ne sais pas. Denn ich weiß nicht. Si elle réussit de lui faire Wenn tomber, sie Erfolg hat, ihn zum je Fall serai zu bringen, béni derrière lui. Würde ich hinter ihr gesessen Mais sein. Si l'adversaire Aber lui fait wenn tomber, unser Feind Papa Raph, fais comme sur Béthier. Tout ça, würde sie schlagen. Alléluia. Là, je suis devant qui? L'adversaire. Jetzt bin ich vor dem Feind. Tu sais. Weil du weißt, ich nicht. Ich nicht. Ja, ich liebe dich sehr. Ich mag dich Aber deshalb siehst du, du mach aus mir einen Diener. Und das sind die Furchtsamen. Seht ihr? Jemand, der Angst hat, würde dies nicht tun, er wird fliehen. Parce que c'est comme, Denn es ist, als comme ob, nous sommes là. So wie wir hier sind, si on crie, ah, il y a un serpent ici. Wenn wir schrien, hier ist eine Schlange. Alléluia. La peur fera en sorte que nous tous, moi je serai le premier, je vais sortir. Die Angst wird mich dazu bringen, rauszugehen. Oui, je vous dis la vérité. Sag euch die Wahrheit. Bon, quand tu dis, nur weil ich Pastor bin, eine Schlange, ist was anderes. Nee, da bleib ich hier. Es hat nichts mit dem Geist zu tun, eine Schlange. Ich werde fliehen. Ça, c'est la peur. Das ist die Angst. Alléluia. Amen. Mais c'est pas deux catégories de personnes Aber qui vont rester Aber es gibt zwei Kategorien von Menschen, die hier bleiben werden. Ce sont les gens de la foi. Das sind Menschen des Glaubens. C'est lui qui a la foi qui voit, il peut saisir les serpents. Jemand, der glaubt, dass er die Schlange wirklich besiegen kann. Alléluia. Amen. Il n'a pas peur. Er hat keine Angst. La deuxième catégorie, ce sont les craintifs. Sind die Furchtsamen. Les craintifs, die Furchtsamen. Serpent. Sie zittern, sie zittern, Schlange, zittern, Schlange, Schlange. Oh, mais fouille. Fliehe, 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 fliehe. Serpent. Il lui a craint. Sie haben Furcht. Un peu de peur, mais mélanger du respect. Aber sehr il veut quand respect. Même voir les serpents. Er will die Schlange gerne sehen. Il se cache derrière les gens. Und er versteckt sich hinter den Menschen. Wo ist er? Mais Wo ist fouille, er? Non? Fliehe doch. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver Und so à er sich devant l'adversaire. Vor dem Feind führen. Il commence à collaborer avec l'adversaire. Und fängt an zu kollaborieren mit diesem Feind. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Sagt es euch etwas? À ADV, il y a des gens comme ça. In ADV gibt es solche Menschen. Ja, déjà comme ça. Merci. In ADV gibt es solche Menschen. C'est pour cela des fois Dieu permet des situations difficiles. Lässt der Herr solche schwierigen Situationen ab pour und zu durch, voir, um uns sehen zu lassen, qui sont des craintifs. Wer hier furchtsam ist in der Gemeinde. Plusieurs fois on a traversé des moments de tempête et tout ça. Viele Male haben wir Stürme durchlebt. Même moment, nous sommes auch in diesem Moment, difficile. Wir gehen durch schwierige Situationen durch und ich sehe Furchtsame. Alléluia. Amen. Je vois. Ich sehe. Je vois. Ich sehe. Ils sont en train de se cacher. Sie sind da ils font comme sie si ils sont avec toi, sie comme s'ils ne sont pas avec toi. Donc ils sont au milieu du village. Das heißt, sie sind in der Mitte vom Volk. Dis à ton voisin, Sage zu deinem Nachbarn, si tu m'aimes, wenn du mich liebst, montre-le. Zeige dies. Demontre-le. Zeige es. Appelle-moi. Rufe mich Écris-moi. An. Schreibe mir. Cherche-moi. Suche nach mir. Si tu m'aimes, tu m'aimes, du m'aimes. Sagst immer, du liebst mich, du liebst mich. Chez mon adversaire, tu dis la même chose. À mon Geburtstag, au milieu du village. Le milieu du village n'existe es pas. Es gibt kein inmitten des Volkes. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas ça. Im Dienste Gottes gibt es das nicht. Soit tu es pour Baal ou tu es pour l'éternel. Milieu n'existe pas. In der Mitte, es gibt keine in der Mitte. Ni chaud ni froid, Dieu va kein,
nicht warm, weder warm noch kalt, Gott wird dich rausspucken. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreche ich zu jemandem? Est-ce que je prêche bien? Predige ich gut? Que Dieu vous bénisse. Dass der Herr euch segnet. Acclamez pour vous-même. Klatschen wir für euch selbst. Et ceci, dernière phrase pour finir. Du schreibst dir auf, letzten Satz um zu beenden. Vaut mieux impérer. Vaut mieux impérer. Pérer mutabanga vous. Lieber jemand, der Angst hat. Ja, ängstlich. Jemand, der ängstlich ist. Ja, kein kreativ. Als jemand, der furchtsam ist. Car le péré der Ängstliche flieht. Mais aber le craintif der Furchtsame manigance. Manigance, comme je viens d'expliquer, il collabore avec l'adversaire. Er kollaboriert mit dem Feind oder tut sich zusammen mit dem Feind. Ich wiederhole. Vaut mieux un peureux. Lieber ein Ängstlicher qu'un craintif. Als ein Furchtsamer. Car denn le peureux der Ängstliche fuit. Flieht. Mais aber der le craintif Furchtsame manigance. Er versteckt sich oder hat er kollaboriert mit dem Feind. Genau. Tut sich zusammen mit dem Feind. Point. Punkt. Dieu ne dit pas, der Herr sagt nicht, que dass le péré, der Ängstliche, qui a peur, der Angst hat, s'en retourne, zurückkehren soll. Mais plutôt, aber er sagt, que celui qui est craintif, dass jeder, der furchtsam ist et qui a peur, und Angst hat, s'en retourne, zurückkehren soll. Je répète, ich wiederhole, Dieu Gott ne dit pas, sagt nicht, que le péré, dass der Ängstliche, peur, der Angst hat, retourne, zurückkehren soll, plutôt, aber que celui, dass jeder, craintif, der furchtsam ist et qui a peur, und Angst hat, retourne, zurückkehren soll. Point. Punkt. Pourquoi? Warum? Virgil. Komma. Parce qu'à cette strade, à cet niveau, auf diesem Niveau, le péré n'arrive pas. Schafft es der Ängstliche nicht? Dans ce niveau, denn auf diesem Niveau schafft es der Ängstliche nicht. C'est seulement les craintifs. Nur die Furchtsamen. Car la crainte, denn die Furchtsamen, die Furcht, est un sentiment ist ein Gefühl de peur, der Angst et du respect und des Respekts, ein tiefgründiges Respekt. Amen. Amen. Je répète. Ich wiederhole. Pourquoi? Warum? Parce que, weil ou parce qu'à cette stade, oder strade, in diesem, auf diesem Niveau, niveau le peureux n'arrive pas. Schafft es der Ängstliche nicht. Seulement le craintif. Nur der Furchtsame. Car la crainte, denn die Furcht est un sentiment ist ein Gefühl de peur, der Angst et du respect profond. Und des tiefgründigen Respekts. Donc, je vous ai donné ce que j'ai déjà expliqué. Also ich habe euch das gegeben, was ich euch schon erklärt habe. Pour votre Meditation. Für eure Meditation. Halleluja. Amen. Donc, also, vous voyez, peuple de Dieu, seht ihr, Volk Gottes, c'était important, es war wichtig, que Gédéon puisse prendre ce temps de consulter Dieu, Zeit, um Gott zu konsultieren, afin que Dieu puisse les révéler, qu'il y avait 22,000 craintifs, dass es 22,000 Ängstliche gab, son équipe, in seinem Team. Halleluja. Amen. Parce que, denn, s'il était parti, denn wenn er gegangen vous savez, wäre, les craintifs allaient être die Ängstlichen une charge, wären eine Last gewesen, parce que les oder die Furchtsamen ne soutiennent pas, ils ne vont pas combattre. Nicht, sie werden nicht kämpfen. Il allait se camoufler derrière sie les hätten sich kamufliert hinter den anderen. Vous voyez? Seht ihr? Or, ils étaient plus nombreux. Denn obwohl sie in der Mehrzahl waren, 22,000, 22,000, ils allaient essayer de se cacher, de se camoufler derrière les 10,000 qui étaient unter den 10,000, die sich geblieben wären. Und es wäre eine Katastrophe gewesen. Et c'est là où ils allaient éprouver
leur échec. Und dort hätten sie dann ihre Niederlage bestätigt. Nous devons prier Dieu, bien-aimé, wir müssen zum Herrn beten, qu'il nous révèle les craintifs qui sont autour de nous. Dass er uns offenbart, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de gens. Es reicht nicht, viele Menschen um mais sich herum si zu haben. Parmi ce beaucoup, y a beaucoup plus nombreux aber craintifs. Wenn es unter diesen Menschen sehr viele Furchtsame gibt, est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht mich jemand? Les craintifs, die Furchtsamen, ne soutiennent pas. Unterstützen nicht. Ils sont la charge. Sie sind eine Last. Et ils sont des traîtres. Und sie sind Verräter. Des hypocrites. Heuchler. Ils font souffrir les hommes de Dieu. Sie bringen die Diener ils Gottes sont zum Leiden. Des serpents, bien und sie sind wie Schlangen. Qui se cachent dans und die sich verstecken. Ils nous font travailler durement. Sie bringen uns zur schweren Arbeit. Mais à la fin, aber am Ende ils changent d'avis. Verändern sie ihre Meinung. Ils nous poignardent derrière le dos. Und sie rammen uns ein Messer in den Rücken. Und das sind die Furchtsamen. Voilà, das ist die Nachricht, die ich heute bringe. Peuple de Dieu. Est-ce que Gottes. Kannst du für den Herrn klatschen? Lève-toi là-haut, commence à bénir Dieu pour sa parole. Fang an, den Herrn zu segnen für das Wort. Dis merci, Seigneur. Sage dem Herrn Danke. Parce que tu m'as parlé cette denn du hast zu mir über die Heuchler gesprochen. Tu m'as révélé des choses que je ne savais pas. Du hast mir Sachen, Dinge offenbart, die ich nicht dis-lui wusste. Merci. Sage ihm Danke. Commence à prier, und fange an zu beten. Père, je te dis merci. Vater, ich sage dir Danke. Tu bon, tu bon, tu du bist bon, gut, du bist gut, du bist gut. Rabrakata, shatakata. Yabrakata. Je ne t'attends pas prier, je t'attends pas. Ich höre dich nicht beten. Lève ta voix et prie, et prie, prie bete, réellement. Bete, bete wahrhaftig. Prie réellement. Bete wahrhaftig. Rebrakata shata. Papa, merci pour ta parole. J'aime ta parole. Ta parole est venue nous éclairer, oh Jésus. Yabrakata shata fat. Rabrokoto shata fatasha. Yabrakata shata. Rabrakata shata. Papa, merci, merci. Yabrokata. Merci pour cette parole. Oh Dieu, dans le nom de Jésus. Mande nekatasha. Yabrakata. Maintenant, tu vas chasser la crainte. Jetzt wirst du die Furcht von tu dir vas vertreiben. Chasser la crainte, car la du crainte wirst est die aussi Furcht un von esprit. Dir vertreiben, denn es ist auch ein Geist. C'est un esprit. Es ist ein Geist. Chasse la crainte dans ta vie. Verjage die chasse Furcht la aus deinem crainte Leben. Dans cette église. Die Furcht aus l'esprit deiner Gemeinde. De la die, der Geist la Bible der Furcht. Ne crains rien. Die Bibel sagt uns, ne crains rien. Fürchte dich nicht. La peur est logique. Die Angst ist normal. La peur est normal. Die Angst mais ist la normal, crainte n'est pas normale. La crainte est démoniaque. Die Furcht ist dämonisch. Chasse la crainte. Und vertreibe au die nom Furcht. De Jésus. Im Namen Jesu. Père, je chasse la crainte. Je chasse la crainte. L'esprit de la crainte. Au nom de Jésus. Arremakana. Rokata shatata. Chasse, chasse, chasse cet esprit. Chasse-le. Yo broka mandana yokoto shatakata ya brakata shatapata raba ba 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 ya brokata shatapa marakata shata ira brakata shata ya mandeneha ya papa papa kata papa papa naranda kata shata je chasse la crainte. Ich vertreibe die Furcht. Je chasse l'esprit ich de la crainte. Ich vertreibe den Geist der Furcht. Ma brokotosha ya brokotoma ye brokata sha mara ra 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 ta ta ye brakata ya brada ra 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 ya bra ra ra mara ra ra bra kata shata ya kabron ya bra kata shata mara kata shata ya ra kata shata naka ici la peur ma bra kata shata sur ma route ya ra 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 sur ma route chasse la crainte. Tu es fidèle. L'amour bannit la crainte. Die Liebe vertreibt die Furcht.
Parfait, Annie la crainte. Liebe vertreibt die Furcht. Que la crainte quitte nos esprits, nos pensées, Père, au nom de Jésus. Tout peut sombrer. Oui, si la peur met des doutes sur ma route. Oui, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Die Furcht haben wir vertrieben. Nous allons demander l'amour. Wir werden jetzt die Liebe erbeiben. La Bible dit l'amour. Denn die Bibel sagt uns, die vollkommene Liebe vertreibt la die Furcht. Que Dieu nous a parlé dass die Liebe, die der Herr über uns gesprochen hat, amour entre vraiment dans nos cœurs. Dass diese Liebe in uns hineinkehrt. Que nous puissions manifester cet amour. Und dass wir diese Liebe manifestieren. L'amour qui va chasser automatiquement la crainte. Diese Liebe, diese nous allons nous aimer. Wir werden uns lieben. En sorte que nous allons nous soutenir. Indem wir uns auch unterstützen werden. Plus la crainte. Wir werden keine Furcht mehr dans haben. Le nom de Jésus commence à prier. Alléluia. Rabraka tachataka. Papa l'amour. Donne cette église l'amour. Véritable amour dans nos cœurs. L'amour de nous aimer, Seigneur. De nous aimer les uns les autres. Seigneur, l'amour de nous soutenir dans les moments difficiles. L'amour d'aimer mon église. Je veux aimer mon église. Je veux aimer mon pasteur. Je veux aimer mes pasteurs. Je veux aimer, oh Dieu, les serviteurs. Je veux aimer mes frères. Je veux aimer. Papa, tu verses dans mon cœur cet amour. Amour, l'amour, l'amour. Abrekata, Sata. Demande, demande l'amour. Église, demande l'amour. L'amour parfait, ma Dieu. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. L'amour, 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 l'amour dans nos cœurs.
verse ton amour dans nos cœurs. L'amour de nous pardonner les uns les autres. L'amour de nous supporter les uns les autres. L'amour. Verse ton amour dans nos cœurs, Jésus. Dans nos corps, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen geschüttelt worden croyons, ist. Glauben wir daran, délivré de la crainte, dass der Herr uns befreit hat von der Furcht. Und jetzt werden wir beten. Nous tomber les maléfiques, wir werden alle teuflischen Altare vorbringen. Die nationalen Altäre dieser Stadt Düsseldorf, die die Erweckung verhindert, werden sie zum Fallen bringen in diesem Moment. Und du deklarierst mit Glaube, dass es fallen wird. Du wirst deine Hände klatschen, deine Füße klatschen, und das Altar zum Fallen bringen. Au nom de Jésus, Père de feu, tomber tout hôtel maléfique dans cette ville de Dissonant, ah papa, dans cette nation, hôtel Nios, où est-il que la carrière, où est-il que la moussala zambé, écouéa, écouéa, que j'attends, au nom de Jésus. Cela, je brise cela, tout hôtel qui essayera de s'opposer, de nous empêcher de faire, de bâtir, de construire. Ça tombe. Rebayara, rebayara, arabayabayaba, rabayabayaba, que ça tombe. I break her. Equia, Rapaya, Rafraya, Papa Equia, Sambela, Sambela, Aquia, Hotel.
Hotel Nyons, Hotel Yakarta, Hotel Yakwa, Hotel Yabenrat, Equea, Equea, Equia, Yaba, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous continuons à prier de Dieu. Fahren fort in den Gebet, parce que nous renversons les autels. Denn weil wir die Altare Dieu a dit à Gédéon, sagt der Herr dans zu Gideon, la même nuit, in derselben tu feras tomber l'autel de Baal du die Altare qui est à ton père. Und im Gegenzug, ensuite, tu bâtiras l'autel pour l'Éternel. Nous allons prier par la foi. Wir werden durch den Glauben dit que nous allons bâtir l'autel de Dieu. Und sagen, dass nous allons construire dans cette nation. Werden. Vouloir ou pas, erbauen, dis-moi que serait parmi les personnes qui mettront leurs 1000 euros à l'intérieur. Nous allons construire, nous allons bâtir. Parle, parle au nom de Jésus. Rabayata Shata, Rakata Shata, Papa, Rakatana, Papa, nous bâtirons. J'ai bâti l'hôtel de l'éternel. J'ai fait tomber l'hôtel du mal et j'ai bâti l'hôtel de l'éternel. Dans ce pays, nous allons élever la maison de Dieu. Nous allons élever la maison de Dieu. J'élèverai cette maison. J'élèverai cette maison. J'élèverai cette maison. Ça sera bâti. Au nom de Jésus. Les 6 mois qui viennent. Dans les 6 mois qui viennent. Père, dans ce processus des bâtisseurs. Dans ce processus des bâtisseurs. Nous allons bâtir. Nous allons bâtir. Prie par la foi. Déclare par la foi. Sagesse. Mandereka, Mabrashata, Isvarestu, Sages, viens Sapendas, Rekatanaha, Riakata, pour l'éternel, viens Sapendas, pour Jésus. L'hôtel pour Jésus, l'hôtel, viens, nous allons réussir, nous bâtirons, nous allons bâtir, nous allons construire. Akata Shata. Au nom de Amen, acclame le Seigneur. Reste maintenant calme, ferme tes yeux. Bleib ruhig und und öffne deine Hände. Ich werde die Gnade befreien. Celui qui est malade, jeder, der krank ist, qui a la guérison qui sera libéré, es wird die Heilung befreit. Celui qui est possédé, und jeder, der possessiert ist, la délivrance sera libérée. Da wird die Befreiung befreit Crois. Werden. Qu'est-ce Glaube. Que tu veux que Dieu fasse pour toi? Was willst du, dass der Herr für dich tut? Crois. Glaube einfach nur daran. Et sois calme. Und sei ruhig. Sois calme. Sei in der Ruhe. Ne prie plus. Bete nicht mehr. Parce que c'est moi qui prie maintenant. Denn jetzt bete ich für dich. Je libère l'onction dans la und ich befreie die Salbung in diesem Saal. Und ich befreie die Père, Gnade. Vater im Namen Jesu. Papa, merci. Vater, danke für deine Salbung la in meinem Leben. Die Macht, de libérer les captifs, die Verschlossenen zu befreien und die Kranken zu heilen de délivrer, Seigneur, les opprimés. Und die zu befreien. Je déclare au nom de Jésus. Ich deklariere im Namen Jesu Christi, que la puissance du Saint-Esprit, dass die Macht des Heiligen Geistes se mouvoir dans la salle, sich im Raum bewegen s'il te plaît, wird. Précieux Saint-Esprit. S'il te plaît, wahrhaft, précieux Saint-Esprit. Gott, que ta puissance agisse, dass dein Geist hier agiert. Und dass die Verschlossenen befreit werden, dass die Kranken geheilt werden, im Namen Jesu. Es fängt an. Prends. Nimm. Prends. Nimm.
prends cette grâce. Nehme diese Gnade. Prends cette onction. Nehme diese Salbung. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Prends. Il y a une main invisible. Es ist eine unsichtbare Hand qui hier, passe dans les rangées, die dich reingeht, qui touche und berührt, qui il veut, wen er soit möchte. Concentré. Sei konzentriert und lass dich berühren und besucht werden durch Gott. Par Dieu. Durch Gott. Laisse-toi pousser, Marita. Lass dich berühren. Marie, laisse-toi toucher par Dieu. Lass dich berühren durch Gott. Laisse-toi toucher par Dieu. Lass dich berühren c'est durch une Gott. Main invisible es ist eine unsichtbare touche, Hand, zu dich, qui te guérit, die dich heilt, te libère, die dich ta befreit, erhalte deine Befreiung. Sa traverse. Es bewegt dich von deinem Kopf bis zu deinen Füßen. Tu ne sauras pas, du wirst nicht tu ne mehr sauras pas les résister. Du wirst c'est nicht dagegen grâce, kämpfen. Es ist eine Gnade favor- und es ist eine Gunst. Feuer. Prends la grâce. Nehme die Gnade libre, und sei befreit. Sei komplett befreit. Complètement libre. Komplett befreit. Complètement libre. Komplett befreit. Libre. Befreit. Libre. Befreit. Libre. Befreit, libre. Befreit, libre. Befreit, libre. Befreit, totalement libre. Vollkommen befreit, totalement libre. Vollkommen c'est befreit. Grâce. Diese Gnade c'est faveur. Ist eine Gunst. C'est faveur. Es ist eine Gunst. Heureux. Seid glücklich. Tu es heureux d'appartenir à une telle église. Du bist glücklich, so einer Gemeinde anzugehören. C'est une grâce. Es ist eine Gnade. C'est faveur que Dieu es ist eine Gunst, die Gott uns tut. Il y a la délivrance chaque jour ici. Es gibt hier jeden Tag eine Befreiung. Il y a la délivrance. Es gibt hier die Befreiung. Il y a la guérison. Die Heilung. Il y a le toucher. Il y a le remplissage. Und es gibt eine voll. Tu as soif. Du bist reçois. In der Durst. Sois rempli de l'esprit. Sei erfüllt durch den Heiligen visité. Geist. Und sei besucht. Tu as soif. Du bist. Sois rempli. Durstig. Sei erfüllt. La vie de prière a diminué. Voici la grâce. Das ist die Gnade. Voici la grâce. Das ist die Gnade. Tu prieras encore. Du wirst noch einmal beten. Comme autrefois. Besser als comme davor. Autant de autrefois. Besser als zuvor. Erhalte. Es ist ein Geschenk. C'est un don. Es ist eine Gabe. Venant de l'Éternel. Vom Herrn kommen. Prends. Nimm. Prends. Nimm. Prends. Nimm. Prends. Nimm. Prends. Nimm. Nimm. Prends. Nimm. Prends. Nimm. Prends. Nimm. Just maintenant. To be so good. Tu es si to be so wunderbar. Tu es si merveilleux. Ah, aide-moi ici. Helft mir hier. Aide-moi ici. C'est la grâce. Es ist die Gnade. C'est la grâce. Es ist die Gnade. Que la grâce. Es ist die Gnade. Ivre de l'esprit, ma fille. Ivre. Rempli, rempli de la tête jusqu'aux pieds. Pour l'œuvre. Pour den Füßen, für par den Dienst, lequel Dieu t'a appelé. Für den Dienst, den der Herr dich berufen hat. Prends. Nimm. Un rafraîchissement, une fraîche diese Erneuerung, Erfrischung pour un nouveau départ, für einen Neuanfang pour un nouveau départ, für einen Neuanfang prends cette grâce, erhalte diese Gnade prends cette grâce, erhalte diese Gnade un nouveau départ, für einen Neuanfang Dieu est bon et est fidèle. Gott ist gut und treu. Dieu est bon et il est fidèle. Gott ist gut und er ist Mama, treu pour un nouveau départ. Für einen Neuanfang. Pour un nouveau départ. Für einen Neuanfang. Je ne sais pas. Ich weiß nicht. Mais il me dit, aber es sagt mir. Touche-les. Berühre sie. Déclare. Und deklariere. Un nouveau départ. Einen Neuanfang. Une nouvelle saison. Eine neue Saison. Une nouvelle saison. Eine neue Saison. Ah, merci Jésus. Oh, danke Jesus. Merci Jésus. Danke Jesus. Merci Jésus. Prends. Danke Jesus. Prends. Nimm. Jesus maintenant. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. C'est fait. Es ist getan. C'est fini, ma fille. Es ist vorbei. C'est fini. Es ist getan. C'est fini. Es ist vollendet. Je reconnais ich erkenne, que Dieu ne fait jamais de favoritisme. Dass der Herr keinen Favoriten si son doigt est sur toi, wenn dein Daumen même über si dich tu fuis dans la direction de Tarsis, auch wenn du fliehst, y a un grand poisson qui t'attend dans la mer. Da wartet ein großer Fisch auf dich ce im Meer. Poisson va t'envaler. Und dieser Fisch wird dich auf et tu vas te repentir dans le ventre des poissons, und du wirst dich bekehren im Bauch des et le poisson te vomira, und der Fisch wird dich wieder herausbrechen dans la volonté de Dieu. Im Wille des Herrn. À Ninive. In Ninive. Prends ton Ninive. In Ninive. Prends ton Ninive. Prends ton Ninive. Prends ton Ninive. Un nouveau départ. Einen Neuanfang. Avec Dieu. Mit Gott. Avec Dieu. Mit Gott. Ton histoire change. Deine Geschichte verändert ça doit sich. Changer, ma fille. Es muss sich ändern. Ça doit changer. Es muss sich ändern. Vouloir ou pas. Ob du willst oder ça nicht. Doit changer. Es muss sich ça ändern. Doit changer. Es muss sich ändern. Je te bénis.
Ich segne dich. Et je te remplis encore. Und ich erfülle dich noch einmal. Rempli, rempli de ta tête jusqu'à tes pieds. Von dem Kopf bis zu deinen Füßen. Vous recevez de ma part. Ihr erhaltet aus von meinem Vous Teil. Recevez de ma part comme votre père. So wie als euer Vater. Grâce sur grâce. Gnade über Gnade. Onction sur onction. Salbung über Salbung. Parce que vous êtes appelé de faire. Denn ihr seid dazu berufen worden, plus que tun, ce que moi je fais. Mehr als das, was plus ich tue. Que ce que moi je fais. Mehr als das, was ich tue. Grâce sur grâce. Gnade über Gnade. Grâce sur grâce. Gnade über Gnade. Onction sur onction. Salbung über Salbung. Onction sur onction. Salbung über Salbung. Puissance sur puissance. Macht über Macht. Puissance sur puissance. Macht über Macht. Pour que vous puissiez vaincre. Damit ihr besiegen vaincre könnt. Vos combats. Eure Kämpfe besiegen können, euren Goliath besiegen können, denn die Furcht ist gefallen. Oh my God. Die Furcht ist gefallen. My God. Je vis ici ich habe hier gesehen une robe blanche en train de faire comme ça. Je sais pas. Eine weiße Robe, die sich gerade bewegt. Qui va se marier ici? Ich weiß nicht, wer hier die Ehe, in die Ehe eingehen Qui wird. Va se marier ici? Wer hier Qui die va eingehen se marier ici? Wer will in die Ehe eingehen? Qui va se marier ici? Wer wird hier heiraten? Une robe blanche. Ich sehe ein weißes Kleid. Robe blanche a fait ein weißes Kleid, was hier schwebt. Les jeunes filles qui sont ici dans unter diesen Frauen, die hier très sind. Bien. Schaut genau zu. Schaut ici. Genau zu. Dans cette réunion. In diesem réunion. Bereich. Ici. Hier. Ici. Hier. Ici. Hier. Qui va se marier? Wer wird heiraten? Une robe blanche qui est en train de faire denn es ça. Schwebt hier gerade ein weißes Kleid. Merci, Seigneur. Danke, Herr. Merci, Seigneur. Danke, Vater. Prenez cette grâce. Nehmt diese Gnade. Prenez cette grâce. Nehmt diese Gnade. Prenez cette grâce. Nehmt diese Gnade. Parce que je peux te toucher, ma fille. Darf ich dich berühren, meine Tochter? Oui, parce ja? que tu fais partie de cette denn du bist Teil eines dieses Königreiches. Prends cette grâce. Nehme diese Gnade. Prends cette onction. Nehme diese Salbung. Prends cette onction. J'entends, ich höre beaucoup de questions ici. Viele Fragen hier. Il y a beaucoup de questions. Es gibt sehr viele Fragen hier. Beaucoup de questions. Viele Fragen. Mais ne crains rien. Aber fürchte dich nicht. Tu es dans le bon endroit. Du bist am guten Ort. Tes questions auront des réponses. Und deine Fragen werden eine Antwort depuis bekommen. Que tu viens ici déjà, und seitdem du schon hier bist, tu as déjà reçu quelques réponses à hast du schon einige Antworten bekommen zu deinen Fragen, aber es ist noch nicht vorbei. Sois attentif. Sei achtsam. Beaucoup de toutes tes questions auront les réponses ici. Jede deine Frage wird deine Antwort hier Dieu erhalten. Réponses, und der Herr wird dir beantworten, jede deiner Sois Fragen. Prudent. Sei achtsam. Et concentré. Und konzentriert. Mama, je te bénis. Mutter, ich komme, um dich Sois zu segnen. Béni. Sei gesegnet. Sois béni. Sei gesegnet. La puissance de Dieu Die Macht Gottes est sur toi. Ist über dich. Onction. Die frische Salbung. Du impercé. Tu vas progresser. Aller de l'avant. Nach vorne gehen. Aller de l'avant. Nach vorne gehen. Aller de l'avant. Nach vorne gehen. Prends. Nimm. Prends. Nimm. Prends. Nimm. Prends. Nimm. Mama, que ton cœur ne te se trouble pas. Okay? Dass dein Herz sich nicht sorgt. Samba na plan mo malam. Der Herr hat einen wundervollen Plan Un plan über dich. Merveilleux. Einen wundervollen Plan toi. Über dich, für dich. Il va te surprendre. Und er wird dich überraschen. Es, es ist nicht mehr weit, es wartet eine Überraschung auf dich. Pas. Sorge dich nicht. Béni, ma fille. Du bist gesegnet, meine Tochter. Béni, du bist gesorgt okay. und fürchte dich nicht. Du bist am guten Ort und der Herr arbeitet in deinem Leben. Der Herr arbeitet in deinem Leben. Der Herr arbeitet in deinem Leben. Er ist noch nicht vollendet in deinem Leben. Und er wird seine Arbeit sehr schnell beenden. Und du wirst erkennen, dass er Herr ist. Der Herr ist gut. Mutter. Der Herr ist gut. Er ist da in seinem Hause. Im Namen Jesu. Vater, danke. Merci. Es ist mächtig, was ich hier sehe. Das, was ich hier auf diesem, in diesem Bereich sehe. Es wird nicht lange dauern, es wird geschehen. Es wird hier geschehen. Es ist ein, es gibt ein weißes Kleid, was dort unten dreht. Wir sind eine Gemeinde der Ehe. Wir sind eine Gemeinde der Ehe, Schließo. Sie hat dies empfangen durch die, die Hoffnung, die Glauben. Ein weißes Kleid kehrt da. Dieu est bon. Der Herr ist gut. Il est fidèle. Und er ist treu.
Herr, merci. Vater, danke. Merci pour cette grâce. Danke für diese Gnade. Merci pour cette bénédiction. Danke für diese Segnung, die du uns hier gegeben hast. Nous a accordé ta bénédiction. Du hast uns deine Gnade erwiesen. Ton onction est fortement dans und deine Salbung ist mächtig in diesem Saal vertreten, um uns Gutes zu tun. Papa, laisse, Vater, lass ces signes que nous voyons, dass diese Zeichen, die wir sehen, ne puissent plus tarder, Seigneur. Nicht mehr lange andauern und dass wir die Vollbringung ansehen, dass jedes Wort, was hier vergossen worden ist, dass wir sehen, dass die Menschen sich hier vermählen in dieser Gemeinde, dass das Geld in die Hände der Menschen kommt. Erhebt noch einmal eure Hände. Ich werde die Salbung des Finanzen befreien. Ihr müsst reich werden, ihr müsst Geld haben. La Bible dit l'argent répond à tout. Das Geld. Nous voulons bâtir, nous voulons construire. Wir wollen erbauen, wir wollen konstruieren. On a besoin de l'argent. Wir brauchen Geld. Je prie que le ciel s'ouvre dans ta direction. Dass que l'argent tombe dans tes mains. Das Geld auf reçois les finances. Empfange deine Finanzen. Miraculeusement dans le nom de Jésus. Prends l'argent. Erhalte das Prends Geld. Le paquet d'argent. Erhalte das Geld. Prenez. L'argent. Geld. Viel Geld. Gute Job. Gute Arbeit. Und bring das Geld hier. Bring das hier. Prenez. Erhalte, empfangt. C'est ça, l'argent, ma fille. Prends. Prenez cet argent. Prenez. Prenez l'argent. Finance. Prenez. Je suis fait pour ça. Pour bénir. Pour vous bénir, je vous bénis. Ma fille, mon bonsoir. Prenez, c'est ta foi. Vous ne cessez pas la foi. Vous êtes la foi, la condima. Et vous le verrez s'accomplir. On les fait que chien. Vous les verrez s'accomplir. On les verrez que chien. Ah, cette femme a une grande foi. Prends. Cette femme a une grosse foi. Prends. Voilà. Ça arrive. Es kommt. Dans ton compte à banque. Tu le veux? Prends. Tu le veux? Tu le veux? Prends alors. Nimm es. Prends. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça pèse dans tes mains. Ici, ça pèse. Regarde comment ça te fait trembler. C'est l'argent. Ça te fait trembler, prends encore, voilà, parce que tu as un bon cœur, tu viendras, tu ne mentiras pas. Oh, regarde, vous allez me dire, maman, je suis bon, prenez, feel guilt, on bring it here, ma brocata, sete ne kata, salangala, papa, soit, bon, finance, et revenez ici, bon, mon maman, sois, l'argent, riche, plus riche, docteur, l'argent, ropiata, prenez, je sèche l'esprit de pauvreté dans cette église. Pas la pauvreté. Plus de pauvreté dans cette église. Finance. Prends l'argent.
Comment l'argent? Mbongo yango, zamtea malam, kende, rozombongo et l'ango. Allez, prenez. Nous devons bâtir, nous devons construire. Maman, 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 maman. Prenez. Oh, yaya. Mbongo yango yo. L'argent. L'argent, maman. Bongo. Prenez. Zoar. Comme Yeshu. C'est arrivé. Mare brekata satanka. Il faut qu'on fasse comme ça. Wir müssen das so tun. Il faut le faire comme ça. Wir müssen es genau so tun. Afin que cela s'accomplisse. Damit dies geschieht. Le jour où cela s'accomplisse. Und an dem Tag, an dem es geschehen wird, vous saurez que la bouche de l'Éternel avait werdet ihr wissen, dass er die Mund des Herrn gesprochen hat. Danke, Vater. Merci. Vater, danke. Merci pour toutes ces choses. Danke für all diese Dinge. Que ton nom soit glorifié. Dass dein Name verherrlicht wird. Dans le nom de Jésus. Im Namen Jesu Christi. Celui qui était malade ici. Jeder, der krank war. J'ai dit, tu es guéri. Ich sage, du bist geheilt. Le cancer. Krebs. Est sauté. Ist vorbei. Diabetes a sauté. Diabetes ist weg. Hochblutdruck au nom weg. De Jésus Christ. Im Namen Jesu Christi. Toute forme de maladie incurable a jede sauté. Form von Krankheit, soit guéri. Heilbar ist, sei geheilt. Et va voir ton médecin. Gehe zum Arzt. Reviens avec un témoignage. Und kehre zurück mit einem Zeugnis. Dieu t'a guéri. Denn der Herr hat dich geheilt. Il a guéri toute forme de maladie de der sang. Er hat jede Form von Blutkrankheit toute geheilt. Forme de maladie de sang est guéri. Jede Form von Blutkrankheit hat der Qu'est-ce Herr geheilt. Que tu avais dans ton sang? Was hattest du in deinem Blut? C'est guéri. Es ist geheilt. Va voir ton médecin. Geh zu deinem Arzt. Et reviens témoigner. Und komme zurück mit einem Zeugnis. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu Christi. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Klatschen wir für den Herrn. Amen. Amen. Assieds-toi deux minutes. Setz dich für zwei Minuten. Et dis quelque chose, après on va partir. Ich werde etwas sagen, dann werden wir gehen. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. C'est l'église. C'est la Gemeinde. Cette femme que tu as vue. Das ist die Gemeinde. C'est toi, c'est elle, c'est nous das tous. Ist du, das ist er, das Dieu sind wir alle. Veut nous guérir. Der Herr will uns heilen. Dieu veut nous, vient Der Herr nous guérir. Hat uns gerade geheilt. Il a guéri son église. Er hat seine Gemeinde geheilt. De cette maladie. Von dieser Krankheit. De craintif. Der Furcht. Amen. Amen. Oh, Dieu est bon. Der Herr ist gut. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ich würde euch etwas gerne sagen. Notre sœur, comme vous savez, unsere Schwester, wie Lois, ihr wisst, Lois, se marie le 21 en Cologne. Heiratet am 21. in Köln. Elle est notre sœur, bien qu'elle ne vienne sie pas ist unsere Schwester, souvent, auch wenn sie nicht oftmals kommt, elle fait partie de notre aber sie gehört zu unserer Gemeinde. L'amour, die Liebe, que nous venons de déclarer, so wie wir deklariert haben, nous pousse de les soutenir. Bringt uns dazu, sie zu unterstützen. Nous devons le faire, und comme on tun, fait avec tout, so tous. Wie wir es mit jedem okay? tun. Ja. Je sais pas si vous donnez déjà à Maman Valérie. Lève-toi, Maman Valérie. Ich weiß nicht, ob ich schon Maman Valérie Quelqu'un was gibt. Déjà donné quelque chose? Hat jemand dir schon etwas gegeben? Pas encore. Noch nicht. Église. Gemeinde. Voyez Maman Valérie. Ihr seht Maman Valérie. Et donnez quelque chose pour. Gebt ihr etwas. Que nous puissions soutenir notre sœur. Damit wir unsere Schwester unterstützen können, die heiratet. Les mariages vont continuer. Eheschließung und Heirat werden noch weiter geschehen. Es ist eine Gnade. C'est une grâce. Es ist eine Gnade. J'ai prié, j'ai vu ça clairement. Ich habe gebetet und habe es dies klar gesehen. Keiner kann die schließen, was der Herr schon geöffnet hat. Soll ich sprechen oder soll ich nicht sprechen? Halleluja. Amen. J'ai vu même la personne. Ich habe sogar die Person gesehen. Aber ich. Ich weiß nicht, ob ich dies sagen soll. Um dich nicht zu frustrieren. Amen. Ich will dich nicht frustrieren lassen.
Mais aber, dans cette rayon ici, aber in diesem Bereich da une robe blanche. Gibt es ein weißes Kleid. Est-ce que vous m'attendez? Hört ihr mir zu? Arrive dans la direction d'une jeune fille dans cette rue. Es gibt einen Mann, einen jungen Mann, der in die Richtung dieser, einer Frau aus diesem Bereich kommt. Vous m'avez entendu? Habt ihr mir zugehört? Okay. Okay. Quand il va venir, viens vite me dire. Okay. Wenn er kommt, komm schnell, um mir es zu sagen. Yo, tala, yo, la, du hast einen großen Glauben. Halleluja. Amen. J'ai dit dans cette rayon ici, Bereich, je connais la personne, ich kenne die je ne veux pas frustrer la personne. Aber ich will okay? diese Person nicht frustrieren. La robe blanche arrive. Das weiße Kleid kommt zu dir. Un homme qui arrive dans ta direction, es kommt ein Mann in quand deine il Richtung, va venir, und wenn er kommt, viens vite me voir. Dann komm schnell, um mir zu sagen. Ça va pas tarder. Es wird nicht lange andauern. Vite, es kommt schnell. De façon, je vis là, cette robe tournée denn wie ich dieses Kleid gesehen habe, wie es sich gedreht hat, es war mächtig. Amen. Amen. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ist das, was wir tun werden. On soutient notre sœur. Wir unterstützen unsere Schwester. Pour cette mariage. Für diese Eheschließung. Financièrement, finanziell. Physiquement. Und physisch. J'ai parlé. Ich habe mit der Familie gesprochen. Responsabilité du revenu. Das heißt, diese Verantwortung der Gemeinde, des Gottesdienstes. Ils ont loué la salle, ils ont loué l'église à Cologne. Sie haben die Kirche in Köln. C'est le bâtiment loué. Mais dans ce bâtiment gemietet, est vide. Aber dieses Gebäude c'est ist leer. Nous qui allons travailler. Und wir werden arbeiten. Donc, l'église das heißt, die Gemeinde wird arbeiten. Comme le kingdom. So wie ein Gottesdienst. On a besoin de protocole. Wir brauchen Protokoll. On a besoin de modérateur. Wir brauchen einen Moderator. J'ai mon modérateur Siri Yadjo. Ich habe meinen sicheren Moderator Yadjo. Il est disponible. Er ist zurzeit zur Verfügung. Il va faire la modération. Und er wird die Moderation machen. Mais, non, non, je vais bénir parce que j'ai donné la responsabilité de la prédication. Ich werde Esther segnen, denn de ich Marie. Habe die Verantwortung der j'ai Predigt honoré dem Mann comme gegeben. Vous avez, j'ai wie parlé ihr gesehen avec habt, le, ich habe le garçon, die Gemeinde geehrt. Il m'a parlé de son pasteur. Er hat mir über seinen Pasteur gesprochen. Ich kenne seinen Pasteur. C'est un bon pasteur. Es ist ein guter Pasteur. C'est un jeune homme que j'aime beaucoup. Ein junger Mann, den ich gerne mag. Alors, je lui ai parlé, je lui ai donné la und responsabilité ich habe zu ihm gesprochen und die Verantwortung gegeben. Moi, je vais bénir. Er wird predigen und ich werde segnen. Aber der Rest, Protokoll, all dies, was wir brauchen in der Gemeinde für einen Gottesdienst, organisez-vous pour also organisiert euch, um da zu sein. Le 21, c'est un samedi. Am 21. ist ein Samstag. Si tu veux pas venir dans la fête, wenn du nicht zur Feier kommen möchtest, viens, dis-moi, au kilt. Komme wenigstens zum Gottesdienst. C'est déjà la semaine prochaine. Schon die nächste Woche. Passe samedi, si mais l'autre, voilà. C'est samedi déjà? Ouais. Hey, donne un retard. Oh oh. Donc une semaine seulement. Also noch eine Woche. J'ai raison de marteler la une semaine de préparation. Wir haben eine Woche der Vorbereitung. On doit être là tous. Und wir müssen da sein, alle. Pour célébrer ce culte et bénir notre Gottesdienst sein. Zu feiern und reste, unsere Schwester si tu zu segnen. Venir à la fête, wenn du zur Feier kommen c'est wirst, bon. Si va, es tu ist vas gut. Pas venir, wenn du nicht gut kommen wirst, pas aussi, grave, es ist auch nicht so schlimm. Ce qui est important, was wichtig faire ist, notre part en tant dass wir unseren Teil als Gemeinde tun. Amen. Amen. Voilà. Et il y a quelques semaines passées, einige Wochen zuvor, on a parlé du voiture de notre pasteur Jossa qui était aussi tombé en panne comme la mienne. Haben wir über das Auto von Pasteur Jossa gesprochen, was devant auch eine vous, Panne hatte. Que, qui est le pasteur nous amène gesehen, le facture aussi de la réparation. Quand vous m'avez soutenu, schickt, devez aussi les soutenir. Ihr müsst ihn auch genau unterstützen, wie ihr mich unterstützt habt. La voiture a été réparée. Das Auto wurde repariert. Et il m'a amené le facture. Und er hat mir die Rechnung gebracht. Heureusement pour lui, ça n'a fait que 1000 euros. Für ihn glücklicherweise nur 1000 Euro. Für mich waren es 5000 Euro. Soutenu, er hat mich unterstützt. Dieu vous bénit, und dass der Herr euch segnet. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Lui,
Aber für ihn 1000 Euro. Donc, tout celui qui veut soutenir, das heißt, jeder, der unterstützen möchte, payer cette facture, um diese Rechnung zu bezahlen, donnez aussi à Mama Valérie, gibt dies auch Mama Valérie. Dites que ça, c'est pour la réparation du pasteur. Und gibt auch den Verwendungszweck. C'est un homme qui fait es ist ein guter Mann, ein Mann, der viel für diese Gemeinde tut. Il est là, il er ist da comme le Hausmeister de cette und er ist maison. So wie ein Hausmeister dieses Hauses. Quand nous tous nous sommes dans nos maisons, lui wenn wir in unserem Hause sind, ist er hier, um zu schauen, was nicht funktioniert, und Ordnung zu bringen in diesem Hause. Jeden Sonntag ist er da, parmi les premiers, unter den Ersten, pour contrôler et mettre de l'ordre dans la maison um Ordnung zu schaffen in diesem Raum. Alors, on n'a pas une autre façon de das heißt, wir haben keine andere Art und Weise, ihm Danke zu sagen, notre amour, notre unsere Liebe zu manifestieren, unsere Anerkennung in solchen Situationen. Nutzen wir diesen Moment. Dass der Herr euch segnet, das ist alles, was ich sagen wollte. Erhebt euch, wir werden abschließen. Père, au nom de Jésus, Vater, im Namen Jesu, je dis merci, ich sage Danke pour tout ce que tu as fait, für all dies, was du getan nous hast. Étions venus ici chargés, wir sind mit einer Last hingekommen und müde. Nous retournons de nos, dans nos demeures, aber wir kehren zurück zu unseren Häusern, déchargés, bénis, entladen und gesegnet et remplis du Saint-Esprit, und erfüllt vom Heiligen Geist. Je prie au Seigneur, ich bete zum Herrn, que tu rentres avec chacun de nous, dass du mit jedem Einzelnen zurückkehrst. Protège-nous contre schütze toutes uns les attaques de l'ennemi. Gegen jede Attacke des Feindes. Dis à l'ennemi qui est là dehors, und ich sage zum Feind, der draußen steht, qui nous attend pour voler der nos bénédictions, uns erwartet, um unsere Segen zu klauen. Je dis, quitte nos chemins. Und ich sage, fahre fort von unserem Wege. Au nom de Jésus Christ. Im Namen Jesu Christi. Ça, c'est un peuple béni. Das ist ein gesegnetes Volk. Un peuple saint. Ein heiliges Volk. Un peuple mis à part. Und ein Volk, was zur Seite getan wurde. Unberührbar. Peuple de Dieu, je te Volk Gottes, ich segne euch. Je dis, tu es saint. Und ich sage, ihr seid heilig. Tu es béni. Du bist gesegnet. Tu es la tête et non la tête. Du bist der Kopf und tu nicht der Hinterteil. Tu feras. Du wirst Erfolg haben in all dem, cette was du tust. Semaine sera ton semaine de percée et de gloire. Diese Woche wird eine Woche des Erfolges sein im Namen Jesu Christi. Mille tomberont à ta gauche, tausend werden zu deiner rechten et à ta droite. Und 10,000 an deiner rechten. Du wirst car nicht berührt l'Eternel werden. Gardera ton denn départ der Herr et ton arrivée, wird deinen Abgang und deine Ankunft beschützen von heute bis morgen auf Ewigkeit. Im Namen Jesu haben wir gebetet. Dreimal Amen. 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 Dieu vous bénisse. Dass der Herr euch segnet. Bon dimanche. Schönen Sonntag. Et on se dit à très bientôt. Und wir sagen bis auf nächstes Mal.